So, hallo und herzlich willkommen zu Twitch bei mir, Alan Drake, heute. Ja, heute ist die Ausnahme, heute werden wir mal ein bisschen PlayStation 4 spielen. Ich habe ja hier schon seit über einem Jahr eine kleine, eine kleine Box von Mira. Mira Box heißt das, ein chinesischer Hersteller. Also keine Angst vor jetzt hier unserem neuen tollen Virus. Wie hieß der noch? Naja, so wie die Biermarke, ne? So, und deswegen, keine Angst, schon länger hier. Da war vielleicht irgendwas anderes gerade aktuell und jetzt momentan ist alles gut. Wir werden also heute Days Gone spielen. Ich habe mir heute auch mal eine schöne Cabbie aufgezogen, damit sie auch richtig schön dazu passt. Bart passt auch ganz gut. Und dann werden wir mal gucken, wie es heute aussieht. Ich bin mal richtig gespannt. Ich hoffe, man kann nachher was zu der Qualität sagen. Ich probiere es natürlich das erste Mal richtig jetzt aus. Ich habe vorher immer nur so ein bisschen Probeaufnahmen gemacht und habe immer ein bisschen hin und her geguckt und habe mich ein bisschen so dagegen entschieden, das zu tun. Aber heute werde ich mich mal, ja, dazu durchringen und das einfach mal streamen. Und ja, ich hoffe, es gefällt. Geht auch gleich los. Ich schalte gleich hier um. Erstmal muss ich gucken, dass der Bildschirm hier ist. Weil ich ja hier vorne auf meinen Hauptbildschirm habe ich die PlayStation angeschlossen. Und auf meinem Nebenbildschirm läuft dann halt alles hier vom, ja. Was dann halt nebenbei läuft, ne? So. Dann schalten wir mal um. So, der Ton ist an. Es läuft, läuft, läuft. Willkommen zu Days Gone. Dann geht's auch los. Mal gucken, hier alles zurechtstecken hier. Ein ganz altes Headset muss ich rausholen. Übrigens Sennheiser 156, ne? Also PC 156 oder 151, über 10 Jahre alt. Ich glaube sogar schon 15 Jahre alt. Hält immer noch. Das war mal Qualität. So, wir machen ein neues Spiel. Wir machen leicht, weil wir einfach die Story durchspielen wollen. Und schon kann ich mich eigentlich wieder verstecken. Weil wir dann ausblenden und die Story gleich genießen werden. Wenn der Ladebildschirm natürlich um ist, vorher muss ich ja noch irgendwas erzählen, sonst wird nämlich langweilig, weil wir sonst hier alle stehen und, also beziehungsweise ich stehe, ihr sitzt hoffentlich und entspannt euch. Und dann sehen wir das Ganze gleich. Ich weiß nämlich, dass da noch das Intro ist. Ich habe natürlich vorher mal gespielt. Ich habe so ein bisschen, ja, um das Ganze kennenzulernen, so ein bisschen die Bewegungsmuster und sonst irgendwas. Ist ja klar, ne? Muss man vorher mal ausprobieren. Und dann sagt ihr mir natürlich nachher bitte mal jemand, wie die Qualität so ist im Stream. Wäre sehr lieb nett, weil ich heute dann über meinen Prozessor streame und ja. Gut. Sollte ich gleich umstellen können? Ladebalken lädt. Das ist die PlayStation, ne? Da ist keine SSD drin. Das ist wie bei meinem PC. Und ich rede wieder zu viel. Ja, bruh, alles klar. Alles fit. Genieß die Show. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch einmal. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat einen Stich. Ich kann sie nicht mitnehmen. Oh, okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhaus. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien.
Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei. Was soll das heißen? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Days Gone. Ja, ein wundervolles Intro und gleich geht das nach dem Ladebalken wieder weiter. Und dann werde ich mich danach auch einblenden. Vorher braucht man mich ja nicht sehen. Oder? Ist das schon wieder ein so langer Ladebalken? Ja, da unten rechts sieht man den tollen Ring, den man vorher gesehen hatte. Wo der nette junge Mann mit der Cabby denn halt den Ring seiner Freundin angesteckt hat. Und jetzt geht's weiter. 2 Jahre später. Sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los. So, und los geht's. Und jetzt kommt genau das Schwierige an diesem tollen Spiel. Beschleunigung, genau. Ich und Motorradfahren. Ich bei solchen Spielen immer irgendwelche Steuerungssachen. Es wird echt kompliziert. Ich sehe das schon. Also ich glaube, beim ersten Mal habe ich 5 oder 6 Mal habe ich gebraucht, um... Der ballert. Ich habe 5 oder 6 Mal. Mindestens. Und jetzt schmeißt er auch wieder die Scheißdinger. Oh, ich bin vorbeigefahren. Ah. Aber immerhin weiß ich noch ungefähr, wo ich hin muss. Oh, shit. Ei. Glück gehabt. Und jetzt nochmal rüber.
Yeah! Wuhu! Alter Schwede. Zum Glück ist Motorradfahren anders. Gott, wer hat sich das einfallen lassen? Immer diese schweren Steuerungen mit dem scheiß Controller. Oha. Shit, 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 shit. So weit weg. Ah! Ja, was soll das? Aus dem Weg, Auto. Oh. Warte, warte. Er hat sein Bike hingelegt. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Da war ich gerade in der Nähe. Was merkst du schon wieder, David? Gib mir Deck, alles klar. Blaue Boom, Digga. Blaue Boom. Er ist da lang. Na los. So. Da wollte gerade überspringen und drücken, das brauche ich ja gar nicht. Und dann haben wir verfolgen. Ja, ja, wir wissen das ungefähr, ne? Ihr könnt durchlesen, wenn ihr wollt. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Wolltest du den Eli sehen? Ja, hast du doch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Jan vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. So, schleich dich mal durch da, genau. Verfolgen Hinweise, ja. Wir verfolgen die Hinweise. Hey, hey, warte, warte, halt. Moment. Scheiße. Warte, 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 hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch, ja. Also wenn ich solche Sachen sehen würde, ne, also wirklich sehen, würde ich mir einen Arzt suchen. Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Da würde ich mir echt einen Arzt suchen. Ja. Und wie sieht das momentan aus, David? Was sagst du? Ist alles gut, ja? Oh, shit. So, wo ist er hingelaufen? Ja, 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 nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Alles klar, Bruder. Mir geht's gut, Busa. Ja, ich seh's, da ist Blut am Backen. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, so, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Oh. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Okay, nice. Sehr schmerzhaft, aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal. Wo hast du die Drogen, Leon? Drogen. Wenn du sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Oh, geil. Sogar von da unten. Wie sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Eigentlich hat das Schwein das nicht verdient, ne? Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Wieder ein Spiel mit ganz viel Ketchup. Tag
Zack brauchen Beweis fürs Kopfgeld. So. Das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Ich wollte aber eigentlich gerne mal sehen, wo die sind. Ich finde das immer geil, wenn man so eine Horden irgendwo sehen kann, weißt du? Dann prickelt das richtig. Aber schade. Irgendwie wollten sie nicht, dass man die danach nochmal sieht. Obwohl ja eigentlich der Schuss hätte ja die anlocken müssen, wie die Motten, ne? Das Licht, das ist ja. Das Licht, die Motten. So. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. So, ein Fläschchen. Ich weiß gar nicht, was hat er denn da gefunden? Er hat nur ein Fläschchen gefunden, aber er wird nicht gesagt, was er gefunden hat, oder? Finde ich sehr schade. Da liegt noch was. Stofffetzen oder sowas. Da, L1. Zack. A und R1. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und R. Okay, jetzt wieder dahin und jetzt los. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Nö, ausnahmsweise. So, jetzt können wir sprinten. Er will, dass wir sprinten. Also, die Dinge, die Infos da unten, wo gerade gewesen sind. Also, wie gesagt, mal auf die Jagd. Bring Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus einem Hier reden gerade. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Ja, wir kriegen ja die ganze Zeit immer die Infos. Das ist ja dieses Intro am Anfang, damit man alles, diese Grundsteuerung einfach lernt. Ich muss fitter werden. Ja, musst du fitter werden. Und da sind wir an unseren Bikes. Nächster Tipp, ne? Halte in der Überlebenssicht. Schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Bin ich. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ja, also das Movement ist besser normal. Ja. Also ist nicht so schlimm, Mann. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ja, vergiss es. Ah. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? David. Okay. Hast du schon mal ein Zombie-Spiel gespielt? Und wenn ja, welches war das Gruseligste? Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, das gruseligste Spiel, was ich je gespielt habe mit Zombies, das ist wirklich morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Resident Evil 3. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal. Ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Also ich habe ja generell, weißt du doch, du kennst mich doch, ich habe doch generell vor allen Spielen Angst. Guck mal, jetzt regnet es, ich habe Angst. Für Gewitter, ich habe Angst. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Ja, aber kann ich jetzt nicht irgendwie... Er sagt doch, das ist eine Falle, oder? Ich weiß es jetzt natürlich, aber... Ich dachte, man kann das umgehen. So, Fahrzeuge schieben. Ich wollte schreiben. So, wir drücken den Quadrat und dann... Schieb! Oh. Au. Und X. Push the button. So, R2, um Nahkampfangriff aufzuführen. Okay. Und nochmal. Oh ja. L und R2. Aua. L und R1 zum Abrollen.
Oh, oh. So. Mach schon. Wir haben es fast. Und haben wir ganz viel Ketchup verteilt. Nein, wir sind kein Massenmörder. Nein. Nein, wir haben nicht heute schon 4 Leben innerhalb von 5 Minuten genommen. Die wollen das alle so. Das ist einfach so. Also, die Jungs sind schon echt Hammer, oder, David? Wo sind wir? Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor. Gib mir die Schrotze, Botze. Ja, der ist Killer, ne? Ist Killer, Digga. Ich mag es. Ah ja, du magst es, das ist so klar. So, brutal. Taschenlampe. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für sie. Ja, das hat ihn echt. Guck mal, das ist in der Welt von LED hat er noch eine ganz alte Birnentaschenlampe, so wie es aussieht. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Jo. Die haben ja schon recht, ne? So, mal gucken. Also hier, ich habe schon mal gesehen, dass man die einzelnen Autos so ein bisschen aufmachen kann. Gucken wir mal, ob wir hier auch ein paar andere haben. Oh, Killer. Oh, der Schadenstiefelmesser ist zwar niedrig, aber dafür, ne? Die Waffe ist hält für alle Ewigkeiten. Das ist noch richtiger Maschinenstahl gebaut, weißt du? Damit kannst du sogar alles kratzen und so. Richtig. Das ist noch amerikanische Wertarbeit, ja. Mal her. Lappen. Und noch hier irgendwas. Also die Taschenlampe ist cool. Wo ist die denn? Hä? Wo ist die Taschenlampe? Hä? Erklär mir das mal. Ja, ist schon richtig. Waffe rein, raus. Digga, aber wo ist die Taschenlampe? Der leuchtet aus den Augen, oder was? Krass. So, dann gehen wir mal darüber. Was war denn da hier? Eventuell. Muss immer diese Taste klicken. Ja, der hat leuchtende Augen, der kann die Taschenlampe dahin machen, wo er sie haben will. Ich zeig dir das nochmal, guck mal. Die Taschenlampe leuchtet in die Richtung. Siehst du das? Da ist nirgendwo eine Taschenlampe. Nirgendwo. Nein. Da ist keine Taschenlampe. Ist nicht. Die Taschenlampe, die ist hinter ihm. Weißt du, die fliegt in der Luft und geht an ihm vorbei. Siehst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Yippie-yay, Schweinebacke. Kaboom, baby. Oh, du möchtest noch einen haben, ja? Gib den richtig, ja. Guck, gib ihn. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Denk an meine Flinte. Gut, der Schaft könnte abbrechen. Ja.
Das ist auch geil, ne? Seine Jeansjacke oder seine Weste ist am unteren Knopf so festgemacht. Hast du mal gesehen hier? Wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Du bist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass du tot bist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in die Ewige gestiegen bist, bist du auch. Das hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Insider-Infos. Insider-Infos. Also, sie ist wohl tot. Wow, was ist denn hier los? Juhu. Oh, wie gut. Meine Pumpe brauchen wir nicht so schießen, ne? Muss man das nicht können, wenn ich mir vorstelle, wie bei GTA. Knife, Digga, Knife. Ah, weiß, Knife. Always a Knife. Ja, du meinst von dem anderen? Die Tinte zu hart in sein Hirn. Das könnte sein. Du weißt ja nie, wie das die Vibration durchgegangen ist nachher, weißt du? Durch die Schädeldecke. Okay, hier komme ich nicht durch. Everyone runs faster with the knife. Das ist so der Zungenbrecher, ich kann den immer noch nicht. Everyone runs faster with the knife. Okay. Okay, Billy. I have done it. Und er läuft wirklich schneller mit dem Messer. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Oh. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Da, 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 da. Oh, Alter. Hier ist echt eine Menge Blut. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist Blut. Och, du Shit. Na, hast du gesehen, welche Schuhgröße ich habe? Hast du es gesehen? Gucken, ob das klappt. Oh, ich glaube, gleich... Nein, geht nicht. Funktioniert nicht. Du hast Angst? Wovor hast du Angst? Musst du keine Angst haben, ist alles gut. Bin auch bei dir. Da musst du Kopfhörer aufsetzen, das ist vielleicht noch viel geiler. So, wir schieben mal eben. Wir schieben mal. Okay, das vordere Auto, das hintere Auto. Okay, ich komme ja schon, ich mache ja schon. Ich bin doch schon dabei, Mann. Keine Hektik, keine Hektik. Der ist Mechaniker, der kann das. Bist du noch kaum noch einer? Komm, na komm, na komm, na komm, ja komm, und noch einer. So, ich möchte da hinten nochmal zurück. Da war nämlich irgendwie so ein Durchgang hier. Ja. I have seen. Der ist da voll durchgeslidet. Ega. Der ist voll durch, so. Zack! All of Duty Style hier. Das ist ja richtig geil. So, wir haben Verband und Schrott. Ich weiß noch gar nicht, was man mit dem Schrott anfängt. Also die anderen Sachen okay, ja. Kann man alles zusammenbasteln. Verstehe ich. Was nachher mit dem Schrott macht, verstehe ich noch nicht. So, hier ist nix. Nada niente. Aber der Kopfwagen, der geht auf. Aber, Digga,
2 Jahre und die Batterien halten noch von den Autos, ne? Dank Duracell, weißt du? Läuft und läuft und läuft. So, da haben wir auch noch was. Noch ein Nest. LW. Ja, man riecht's. Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Molof und Tuff. So, R1, zack. Das haben wir gleich. Da hoch, zack. R1 herstellen. Das sollte genügen. Okay. Und ab geht die Luzi. Da kommen sie. Das sieht jetzt wieder aus wie das Tor aus der Hölle. Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Ne, warte mal. Ich will nochmal gucken. Er sagt so, ja komm, komm. Eventuell ist ja hier doch irgendwas. Weißt du? Hier so. Ne? Oh cool, ich habe da reingeschmissen, alles brennt. Aber er sagt den Nester, ne? Überleg mal. Doom Eternal Meinung. Ich habe nicht mal den anderen Teil von Doom, David. Ich habe nicht mal den anderen Teil. Ich bin nicht so, weißt du, so, das ist nicht so mein Ding, weißt du doch. Ich bin nicht so was für Abschlachten. Ich hab darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Meine, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Yeah, das höre ich gern. Er ist aber Painkiller. Da, deine Freakshow. Muss ich den Chat nachher hier extra noch einblenden, wenn dir die ganze Zeit wohl am Schreiben ist? Alles voll. Oh, guck mal. Kannibalismus unter den Kannibalen. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Aber ehrlich gesagt, er hat schon geile Tattoos auf dem Kopf, oder? So. 4% erinnere mich Story-Aktualisierung. 17% für die Fahrt rüsten. Story aktualisiert. So, du bist lebensmüde. Das ist jetzt das. Finde Crazy Willys Werkstatt. Alles klar. Auf geht's. Also, ich hoffe, du hast deine Hose imprägniert, weil sonst rennst du nachher, wirst du von anderen kleinen Viechern, die dich zerfleischen. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Wirst du nachher von den Zecken auseinandergenommen. Vor allen Dingen, dass ja nachher keine anderen mehr da sind, nur noch die. Ich dachte gerade, was ist das denn? Mein Hund schmeißt sich hier auf der anderen Seite voll hin und muss sich erstmal kratzen. Dim, 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 dim. Büsche, ja, wir können uns tarnen hinter den Büschen. Dim, 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 dim. Heute nicht. David, heute nicht. So. Oh, oh, geil, nice. Bierflasche und Kerosin haben wir gefunden. Also wir können uns gleich wieder mehr von diesem Gedöns machen. Oha. Krabbler sind schreckhaft und halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächer auf. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder in ihr Revier eindringst. Okay. Ja, so ist gut.
Treppen und euch passiert nichts. Du hast nichts gesehen? Nochmal, hat nichts gesehen? Was hast du nicht gesehen? Sagst du, was sagen wir zu dem Tod, meinst du nicht? Eskel, ja, das siehst du gleich nochmal. Das siehst du gleich nochmal. So, ich mache jetzt nochmal ein paar Mulle. So. Ich war zu Hause. So geht das. So geht das. So, dann schleichen wir uns ja weiter rum. Eigentlich hätte ich weiter gucken noch wegen dem Nest, aber ich habe, glaube ich, keine Sachen mehr für den Molotow-Cocktail. Weil sonst hätte ich jetzt noch das andere Nest da hinten zerstören können. Na gut, wir gehen nochmal zurück. Ich gucke nochmal. Eventuell finden wir ja da irgendwas jetzt gleich. Ich weiß nämlich nicht, wie das mit den Nestern alles funktioniert. Ob es dann irgendwie so einen tollen Boni oder irgendwas gibt. Weil hier ist ja auch noch ein Nest. So wie es aussieht, ist da in den LKW-Anhänger was drin. Aber was ist hier zum Beispiel jetzt drin, ne? Oh, hier ist gar nichts. Na dann, Jenta. Schade. Ich dachte, hier wäre irgendwas Besonderes. Hier ist nichts. Ach, hier haben wir nochmal Kerosin. Ah, und Lappen haben wir auch. Also werden wir wohl doch wieder... Nein, uns fehlt eine Bierflasche. Digga, trink mal einen Schluck. Keine Bierflasche. Da ist noch irgendwas. Da ist auch irgendwas. Okay. Aber keine Bierflasche. Okay, ja, den Lappen, den wollte er vorher nicht nehmen. Oh, die Kleinen, die gehen richtig auf Eier. Das erste Mal in einem Spiel, dass sie so eine kleinen Viecher drin haben. Und die gehen richtig auf die Eier. So. Hier war noch irgendwo was. War hier irgendwas oder war da irgendwas? Da ist noch was. Also wir brauchen nur eine Bierflasche. Hm? Und lass sein. Da ist was. Okay, das ist auch nur ein Lappen. Keine Bierflasche. Das ist da drin. Das ist da oben irgendwas noch. Also wenn ich jetzt darauf gehe, dann kriege ich mit den kleinen Ärger. Oh, natürlich nicht. Und deswegen, jetzt siehst du gleich dein Stealth-Skill. Aber können wir hier noch... Oh, wir können noch das Polizeiauto auch machen. Digga, Munition. Pistolenmunition und Flintenmunition. Boah, Alter. Als hätten die hier nie die Autos aufgemacht. Wir sind die Ersten. Oh. Oh. Okay, er dreht sich um. Jetzt hast du den Stealth-Kill gesehen. Geh auf den Truck. Geh auf den Truck. Nein. Digga, ich bin Survivor, Digga. Ich überlebe jede Scheiße. Ich geh doch nicht auf einen scheiß Truck. So, übrigens, ich bin immer noch mit der Taschenlampe rumgelaufen. Da-da-da-da-da-da. So, also wenn sie mich nicht gesehen haben... Oh. Baseballschläger. Wir haben Lucille gefunden. Oder zumindest kleine Lucille. Ist noch keine Nägel dran, noch kein Ding dran hier. Maschendraht. Oder nee, wie hieß es? Stacheldraht. Stacheldraht. Stachel. Und da drin? Lecker. Genau, ich mache einen Kühlschrank. In der Zombie-Apokalypse mache ich einen Kühlschrank auf. Lecker, lecker, Schmecker. So, ich habe, glaube ich, immer noch keine Bierflasche. Oder? Nein. Immer noch keine Bierflasche. Nice.
IZ, mein Freund. Oh, 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 oh. Oh, ah, guck mal. Die sind blind. Also, das ist schon mal ganz gut. Hat er gerade mit mir gesprochen? Aua, hast du das gesehen, Alter? Richtig durchs Auge. Dick, wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann linken Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Ja, Glückwunsch. Das, die Quest für das Mount, also für das Set, ist an deinen Mount. Du musst, wenn du auf dem Wurm sitzt bei WoW, dann musst du ihn hinten klicken, dann ist ein Zahnrad. Oh ne, Kantholz wollte ich nicht. Ich glaube, meine Baseball-Call ist besser. Benzin. Benzin, oh Benzin, wir brauchen Benzin. Benzin. Ja, Benzin. Habt ihr es gesehen? Wir konnten es nicht verstehen. Wir haben jetzt Benzin und können damit was machen. Könnt ihr jetzt zurücklaufen? Wow. Geil. Ja, der kann diesen Flip machen, weißt du? Er kann diesen Flip mit dieser Flasche machen, wo sie alle dieses... Mit der Trinkflasche, das kann er mit einem Ölkanister machen. Ach, da war's so. Der schmeißt sogar 10 Meter rein und das Ding kommt direkt wieder auf den Boden auf. Kräuter. Schnell weg mit dir, schnell weg mit dir. Du Lauch. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir schon Max. Aber was war denn Max hier? Nix. Ich weiß, dass man sich selber einen Schalldämpfer basteln kann. Oh, shit! Okay, wenn du noch mehr Brutalität brauchst, bitte, da war's. Ah. Okay, so. Ich habe jetzt einen Schalli. Lauf nicht weg, mein Kleiner, komm wieder her. Ja, das dachte ich mir. Was dachtest du dir? Verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Ja, das war schon echt. Das letzte Mal habe ich mich so erschrocken gehabt bei der Situation, dass ich gar nicht so drauf geachtet habe, was danach kam. Jetzt wusste ich das ja einigermaßen. Ich bin ganz froh, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Das wird mich jetzt wahrscheinlich richtig schön verfolgen. Headshot. Ja, so ist gut. So, er kann seinen Zaubergedöns hier wie Geralt von Riva nicht aktivieren, wenn er im Ding ist. Zum Gucken. Irgendeiner zuckt hier rum. Ist das unten? Oh, die Dinger, die sind echt, ne? Da geht dir der Schauer über den Rücken, ne? Bei sowas. Wuhu! Und. Na. So. Wo ist die Taschenlampe, die nicht brennt? So. Ich
Kleine Taschenlampe nicht brennt, aber ich gehe einfach weiter. Kleine Taschenlampe brennt. Und wir haben lauter Bierflaschen. Endlich wissen wir, wo die Bierflaschen sind. Aimbot, hab's gesehen. Ja, Digga. Automatisch, Digga. Automatisch. Beste, beste. Beste, beste. Soll ich sonst anderes machen? Ist doch normal. Toller Mann gesucht. Torius Sammelobjekt. Okay, wir haben irgendein Sammelobjekt gefunden, wo ich keine Ahnung habe von. Ammunition, Ammunition. Oh mein Gott. Pistole und Flintenmunition. Ja, yeah, Mann. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Irgendwo muss hier was sein. Ich weiß nicht wo. Max, Kerosin haben wir. Max. So, dann können wir mal gucken. Wir können jetzt herstellen. Das ist gut. Dann können wir wieder Kerosin aufnehmen. Wir kennen uns ja aus. Wir wissen ja, ne? Wenn wir die Objekte herstellen, dann kriegen wir wieder Platz im Inventar, weil das andere nimmt ja einen anderen Lagerplatz im Inventar ein. Das ist natürlich logisch. Und jetzt 3 Schrott haben wir erhalten. Das. Lappen. Stellt er sich so hin, so. Also er guckt noch nicht mal. Er ist cool, Digga. Der ist richtiger Rocker. Geht er richtig an. Bist du da? Husa. Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Oh. Okay, das klingt nicht gut für unseren Freund. Ripper, Boozer, Boozman. Möchte herstellen. Kann ich keinen mehr herstellen? Ich könnte ihn nur benutzen, ich wollte eigentlich herstellen. Schade. Wo war der Hochgang? Wo war der Hochgang? Zieh das Messer dicker, dann sind wir schneller. Ist da noch irgendwas? So. Halt durch, Boozman, ich komme. Also du kannst auch Dinge hier mit der Baseballkeule durch die Gegend laufen. Scheiße. Ripper. Oh Scheiße, Stripper. Wo bist du, Mann? Ich höre sie. Scheiße, Stripper. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Von mir! Du musst hinabsteigen, Weikermann. Du bist verirrt und wir gefunden. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner, der gefunden ist. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Leck mich. Wo ist meine Axt, Digga? Wo ist meine Axt? Gib mir eine Axt. Sofort, ich brauche eine Axt. Scheiß auf alles andere. Ich brauche eine Axt. Ja, schön. Wo ist die scheiß Axt? Wo ist die Axt? Gib sie mir einfach. Gib mir einfach die Axt. Ich brauche einfach eine scheiß Axt. Ich würde sie jetzt alle... Und ich brauche nur die scheiß Axt. Ja, ich schieße mit einer Schrotze. Na? Wir wissen, Counter-Strike, 10 Kilometer, Headshots. Ja, okay, die sind umgefallen. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm doch auf die Hoch. Nein, es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Wir müssen weg, Mike. Also, sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kommen. Die kamen ganz plötzlich. Für die Horde. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Nicht hinsehen, Digga. Nicht hinsehen.
Also es war schon sehr brutal, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sahen ja auch schon nicht ganz nett aus mit ihren Schmucknamen, aber das mit dem Ding, das war schon echt brutal. Ich möchte nicht wissen, also es ist ja schon schlimm genug, wenn du irgendwie auf eine Herdplatte fährst. Alter Schöne. Ich glaube, jemand, der sich irgendwie auskennt mit irgendeiner Art von Verbrennung und sei es einfach nur durch zu lange in der Sonne und fast schon dritten Grad Verbrennung irgendwo am Rücken oder sowieso herzukriegen. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es, da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Kann ich verstehen. Das Tattoo bei ihm hier vorne auf der Brust, das sieht recht frisch aus, ne? Oder vielleicht, weil er gerade nur da irgendwie so wie rot oder so. So, in Stücke gerissen. Er sagte, hier ist Munition. Nehmen wir mal Munition. Was haben wir da drin? Er kramt da irgendwelche Kiste rum. Zack. Und was haben wir? Nix. Okay, nix. Eben nix. So, das ist der heilige Schrank. Der heilige Schrank für die Primärwaffen, wo wir keine haben. Die Handfeuerwaffe, die wir haben. Und das ist Daryl seine Armbrust. Also wer noch irgendwie was braucht, wo das zusammenhängen könnte mit The Walking Dead, bitteschön. Also wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht so... Verdammt, Boozer, dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck, ich muss was für seinen Arm finden. Die brauchten eine Kopie von Daryl. Aber gut, das Spiel soll sehr gut sein, also wollen wir nicht darüber meckern. Gucken wir mal, was wir im Lager hier finden noch. Wir haben hier eine Pflanze, was ist denn das? Sieht aus wie Blaubeeren. Schwarze Johannisbeere. Nice. Hier Vitamin C. Ja, der Bowser, der würde jetzt eigentlich da oben in seinem Bett leider Gottes erfrieren, beziehungsweise so dermaßen auskühlen. Und da er ja auch denn nichts zu trinken hat, der bräuchte Wasser, wird er auch dehydrieren. Aber die schicke Armbrust. Ziel sinken. Okay, ja, das müssen wir dann beachten. Wir müssen knapp über den Kopf zielen. Mal sehen. So, ich möchte gerne nutzen. Dann ist nämlich unten die Gesundheit bei ihm voll. So, nochmal durch die Gegend gucken. Oh, hier, da ist ja. Da hinten erstmal das eine Teil mitnehmen. Was haben wir da? Okay, das war das. War schon Max. Aber hier ist ja auch noch. Shit. Oh, cool. Okay, haben wir schon. Mal hier. Den Kerosin noch zu mitnehmen. Brauchst du so ein bisschen Kerosin schnüffeln und so und dann geht das Ganze schon wieder. Ah. Ja. Ich nehme nicht Boozers. Haben wir ihn unterbrochen oder? Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. So, ja. Ich weiß, dass du die Bäumchen einmal. So, ab hier habe ich nicht mehr weitergespielt. Also ich kenne noch ein kleines Stück, aber ab dann weiß ich nichts mehr. Was zum Teufel? Boozer, bist du wach?
Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Und da liegt eine Leiche. Scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Ausdauer verbraucht, Ausdauer verbraucht. La 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 la. Oh, shit, Alter. Ich sage, die haben Ketchup haben sie nicht gespart in dem Spiel. Oh, was ist das? Oh, die haben hier rotes Kraut, Digga. Resident Evil lässt grüßen. Just slide. Hier haben wir wieder unsere Gebüsche. So. Okay, wenn du einen Tarnangriff einsetzen möchtest, okay. Ich weiß, dass da Fernglas ist und ich weiß, dass ich damit Gegner markieren kann. Und wer weiß, der kennt das von anderen Spielen. Aber wir gucken mal. Just slide. Gehen oben links. Wir sind der Stealther. Obwohl ich glaube, nachdem der ja an einem Tag mal eben so 20 Zombies getötet hat und 5 andere Menschen, glaube ich schon recht gut, dass er mit so ein paar hier einfach mal so zurechtkommt. Ich glaube, die macht er einfach mal so zum Frühstück oder zum Abendbrot. Ja, das hatten wir gerade schon, markieren mit dem Fernglas. Irgendwas gefunden? Ich hatte recht, die Drifter von letztens, die 2 auf dem Bike, die haben mein Versteck die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ganz schön dickes Ding. Ein paar Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, fliegen die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Ja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. So, wir nehmen mal den. So, der andere. Also es hat sich angehört, als wenn von der anderen Seite auch nochmal irgendwelche gewesen wären. Ist mir aber scheißegal, oder? Oha, der ging. Oh, shit! Digga! Hier, Keule! Ah. Bam! Was los? Was los, hä? Huh? Nee, lieber nicht. Baseball-Call ist besser. Ich wollte hier gerade schon mitschlagen mit dem Controller, also ich muss ein bisschen aufpassen. So. Wo ist der andere hin? Da, 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 da. Wir gehen mal von der Seite. Weiter, weiter. Also wenn das denen nicht aufgefallen ist, dass hier irgendwelche anderen kapieren, ne? Also dann weiß ich auch nicht weiter. So. Zack. Hier bin ich. Oh nein. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und die Deckung zu gehen. Und in die Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Ja gut. Muss nicht sein, ne? Brauchen wir nicht. Hab dich. Aha. Fast hat ein Leid. Snitch. Oh ja, Alter, voll die Arterie zerschossen, ja. Ja, aber ist doch nicht dein Ernst, oder? So. Das war der Letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Arschlöcher, verpisst euch. Ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Lappeninventar voll. Wir können einen Lappen nicht aufheben. Da liegt der Lappen. Stand da? War das nicht? Ist das Spiel? Hoffe, ich bin nicht zu laut. Manchmal schreie ich hier noch rum. Oh, ist nicht zu laut, ne, David, oder? Wir haben alles, Max. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben noch oben den
Den Idioten stehen. Oh. Ist Hilfe? Naja, ich habe einen Begrenzer drin, also sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Ich hoffe nur nicht, dass ich zu laut bin, dass es nachher trotzdem krächzt und knackst im Mikrofon. Weil ich mich dann darüber amüsiere. So. Sterilisierungsmittel. Ja. Ist voll. Dann geben wir noch die eine, die da unten gewesen ist. Die hat ja auch noch was. So, dann tauschen wir auch noch hier meine Baseballkeule aus. Die jungfräuliche Lucille. Ich habe einen Zombie gehört. Definitiv. Ich habe einen gehört. Das ist nur noch. Dann habe ich schon wieder was gehört. Ja, ich habe so viel Zeugs. Ich möchte das nicht benutzen. Ich möchte gerne noch mehr davon herstellen. So, kann ich den herstellen? Ist da noch was anderes übrig? Schalldämpfer entfernen. Fallen kann ich noch nicht. Bolzen habe ich. Hier haben wir Steinchen. Ablenkung Stein. Primärwaffe haben wir ja noch nicht. So, okay, alles klar. Können wir aber Kerosin wieder mitnehmen, ne? So warm. Das lohnt sich. Ach, verdammte Freaker. Auch noch. Jetzt haben wir auch schon ein paar Freaker. Get freaked, get freaked. So, die kann ich auch markieren. Freaky, freaky. Lauter kleine Freaker soll's. So. Da hinten ist auch noch einer. Oh, da auch noch einer. Ist ja fast eine ganze Gesellschaft hier. Und das sind sogar die Lieben und Netten. Also die werden uns angreifen. Die werden nicht lieb und nett sein zu uns. Die interessieren sich dann nicht dafür. Also schleichen wir uns rum. Dead End. Oh ja. Ich weiß nicht, inwiefern und wie weit die uns sehen können. Also... rein logisch. Rein logisch, sage ich jetzt. Rein logisch. Die gehen da hinten, sollte ich nicht die Motorhaube aufmachen. Sollte ich nicht. Weil dann eine Alarmanlage losgehen könnte. Aber ich tue es. Schwein gehabt. Da oben ist auch noch einer. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe links auch noch einen gehört. Da oben, ja. Da oben zappelt einer. Also ich habe jetzt auch nur zwei Arten von diesen Freaks kennengelernt. Also ich habe die normalen großen Freaks und dann diese kleinen Freaks, die Kinder. Die habe ich jetzt kennengelernt. Ich weiß nicht, wie die überleben. Das schlechtes Wetter kann die Seh- und Hörvermögen der Gegner beeinflussen. Okay, das ist gut. Reden die? Verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Kein Hamburger. Tücke das nicht. Weichei. Weichei. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Weichei. Weichei. Es gibt kein schlechtes Wetter. Nur falsche Kleidung. So, wir können hier oben hingehen. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich mal ein bisschen so gucken. Also unsere Freunde, die ich markiert habe, die sind da hinten. Und da David nicht mehr geantwortet hat, glaube ich, der ist gerade so ein bisschen abwesend. Der ist am WoW zocken. Am WoW-Lan. So, nein. Oh, das war ja ganz doof. So, ausgefreakt. Einmal
ausgefreakt, das geht dann schon wieder. Oh, ach so, ich kann hier auch durchsuchen. Wusste ich gar nicht. Get freaked, get freaked. Everybody in the house get freaked. Noch 130 Meter bis zum Motorrad. Ich muss zu meinem Bike. Ja. Ich bin fast da. Ja. Er hat in seinem Kopf ein GPS. Scheiße, Mann, Alter. Zum Glück sind die Pfeile echt one shot, one kill. Also bin ich echt mit zufrieden. Schwärmerohr. Ach so, ich kann die Ohren von denen aufsammeln. Du bist ja ein richtiger Ekliger, bist du ja einer. Du sammelst die Ohren auf. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Ja, ich habe dich vorhin gefragt, ob ich zu laut gewesen bin, weil ich wurde ein bisschen enthusiastisch. Aber alles gut. Jetzt sowieso vorbei. Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Get freaking. So, da haben wir was. Da war auch was. Ja, mal gucken, was da ist. Lappen, Waschlappen. Oh, dann gucken wir mal. Motorrad weg. Zap, zap, wurde geklaut. Mein Bike ist weg. Jo. Fuck! Verdammt, Koblenz! Hey, du bist aus Koblenz Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bein sichtbar, ehrlich! Ich bring dich nicht um! Halt an, verdammte Scheiße! Ich bring dich nicht um. Ich hab schon Pfeil hinter ihn hergeschossen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt, okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Busa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Koblenz Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Digga, warum kann er da durchlaufen und läuft an den Viecher vorbei und ich nicht? So geht das nicht. Alter, das ist schon wieder. Wow, shit. Wieso können die das und ich nicht? Okay, das scheint wohl auch gleich hier zu sein, weil da unten leuchten ein paar Fackeln. Oh ja, mutiges Kerlchen. Einfach so runterjumpen. Jo. Koblenz Camp. Da muss ich den Scheiß jetzt hier einnehmen? Alter, das, ist das hier Far Cry oder was? Bin ich eine Ein-Mann-Armee oder? Ist der denn ernst? Ich hab eine scheiß Armbrust. Wie soll ich da reinkommen? Koblenz Camp. Was passiert jetzt, wenn ich rausgehe? Werden die mich erschießen? Oder was ist das? Oder muss ich die jetzt erschießen? Ich glaube, ich werde nochmal nach oben gehen, wa? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie macht man sowas? Oh, da hinten fackeln die aber auch nicht ab. Da haben sie wohl ein Massengrab von den Viechern. Eventuell waren das die vorher über die Brücke laufen wollten. So, ich gehe nochmal einen höher. Na komm, geh doch mal hoch da, Alter. Nach runter jumpen kannst du wie ein großer, aber raufgehen kannst du nicht, ne? Schon wieder. Mann, Mann, Mann. So, ich möchte da einmal rum. Ich traue mich jetzt nicht, mich da einfach hinzustellen und einfach zu sagen, hey Jungs, hey, habt ihr mein Motorrad? Kann das sein? Ich habe nur den anderen paar versucht, ein paar Feinde nachzuschießen. So, okay. Ich komme da sowieso nicht rum. Also entweder gehe ich über ums Wasser da, ins Wasser oder keine Ahnung was. Oh. Okay, hat er überlebt. So, also ich mache das jetzt einfach mal. Ich stelle mich jetzt da vorne hin, habe keine Waffe in der Hand. Geh da vorne hin und sag dann einfach, ey Jungs,
ihr mein Bike. Hallo? Hey John, bist du das? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Benny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Gut. Also ich bin schon mal reingekommen, ohne zu sterben. Oh. Oh. Okay. Hier ist die Küche, Outdoor-Küche. Oh ja, lecker. Campküche. Fleisch und Pflanzen können gesammelt und in Campküchen abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Fleischsorten und Pflanzen anbieten unterschiedliche Belohnungen. Alles klar. Dann verkaufen wir mal alles. Hau rein. Das war's. Ich habe eine Trophäe erhalten. Wow, toll. So, aber gesehen, 5000, glaube ich, waren das. Also 5000 Dinge brauchen wir, um da irgendwas machen zu können. So, hier Hallo. Ist abliefern. Beute abgeben. Freaker-Ohren können gesammelt und im Camp bei Beutehändlern abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Jersey. Ja, hau rein. Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Mehr hab ich nicht. Ha, hier hast du ein paar Ohren. Alles brauch ich nicht. Hab ich genug von. Hab zwei. Den Rest kannst du haben. Ja, gut. Hey, ich komm wieder. Bald hast du genug von mir. Nein. Okay, hier haben wir einen Händler. Womit handeln wir denn gleich? Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wo, wo, wo. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Da, kein Motorrad mehr. Da liegt die Pussy. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Was ist dein Problem? Die Leute hier kommen zurecht. Aber mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Ja, ist ja wohl normal, ne? Bei jeder anderen Sache genauso. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte... Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Ja, Sammy ist gut. Ich habe Leon getroffen. Sammy? Ja. Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deek. Oh, Leon.
Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach? Tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Cobb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Cobb. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. So, wir sind am Arsch, wie immer, oder? In jedem Spiel sind wir am Arsch. Wir sind immer diejenigen, die immer irgendwas machen müssen und wir kriechen anderen den Arsch, wenn wir am Arsch sind. Was haben wir da? Ja, Cobb. Ich schätze, jetzt nimmt uns niemand die Waffen ab, was? Oh, wir haben ein Recht, Waffen zu tragen. Krasse Scheiße. Also, ich glaube, ich darf ja auch Kraftausdrücke heute benutzen, weil so viel Blut und Splatter... Glückwunsch, Cobb. Hatte wohl ein Kind. Ich weiß gar nicht, was die Sachen jetzt gerade bedeutet haben, aber gut, wir haben irgendwelche Sachen aufgehoben, wo irgendwelche Sachen oben stehen und eventuell sollte ich einfach mal gucken. Karte und Ziele wischen, Fertigkeiten runter, Inventar nach links und nach oben ist Story. Und jetzt können wir uns angucken, was wir wollen. Geil. Mission und Story. Die Story-Menü kannst du die Story-Fortschritt, den Story-Fortschritt, Gameplay, Belohnung und aktive Mission einsehen. Nice. Wow, für die Fahrtrüsten. Drifter in den Bergen, ziehe zu Fuß los, um dein Bike zurückzuholen. Ja. So, also jetzt sehen wir mal, wie die Map hier überhaupt aussieht. Und die erinnert mich sehr stark an die Far Cry und Ghost Recon-Teile momentan. Ja. Da oben haben wir das O'Leary Mountain. Oh Gott, Zungenbrecher schon wieder. Ich und Englisch. So, der Turm auf der O'Leary Mountain ist ein Feuerwachturm der Waldarbeiter, den Deacon und Boozer zu ihrem Versteck gemacht haben. Achso, das ist unseres. Da sind wir. Da ist das Ding, glaube ich, Crazy Willys infiziertes Gebiet, ja. Das ist da, wo wir vorher gewesen sind. Wir sind jetzt hier. Ja. Und hier oben ist auch nochmal irgendwelcher Quatsch. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir sind von hier am Anfang hier runtergefahren. Dann sind wir hier irgendwo vorbeigefahren. Oh, vielen Dank, Deutschruster, für den Follow. Vielen, vielen Dank. Leider habe ich momentan nichts an, damit man das alles hört, weil ich denn die Story hier nebenbei dann aufnehme, ja? Aber vielen, vielen Dank. So, legen wir da los. Okay, ja, jetzt haben wir noch mehr zurücks. Also Inventar. Hier haben wir Ausstattung. Öffnen wir mal. Okay, also ich glaube, wir können hier nicht irgendwie weiter gucken. Spezielle Verhalten, ja gut, da können wir nichts irgendwie weiter machen, ne? Schade. Vorräte. Vorräte. Materialien. Okay, hier können wir dann richtig einsehen, was wir denn alles haben und was wir denn machen können, beziehungsweise was wir gemacht haben. Und hier sehen wir dann halt Materialien, die wir auch machen können. Okay, für Molotow-Cocktail und sowas. Okay, krass. Inventar. Also wir können richtig, richtig schön dann immer hin und her sliden hier. Also ich mache jetzt mal so. Haben sie richtig schön gemacht. Also bin zum ersten Mal von einem Menü begeistert. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, gehen wir mal weiter.
Wir müssen jetzt, was hat er nochmal gesagt, 13 Meter? Drifter in den Bergen, kehre zu Manny zurück. Okay. Und dann gucken wir noch, ob wir auf dem Weg irgendwas finden. So. Die Uhren haben wir abgegeben. Nahrungsquellen haben wir abgegeben. Quests haben wir angenommen, die wahrscheinlich hier irgendwo rumgeflogen sind. Beute. Ich wollte noch, genau, bei dem Händler gucken. Ob wir vielleicht mit Kugeln handeln. Camp-Händler verkaufen dir Waffen, Munition, Vorräte. Wenn du genug Vertrauen und Punkte hast, auf höheren Vertrauensstufen schaltest du neue Objekte frei. Wenn du eine Waffe kaufst, wird sie automatisch deinem Waffenschrank hinzugefügt. So, gucken wir mal, wie viel Vertrauen. Vertrauen. Pistolen, Munition voll haben wir. Okay. Schrank. Wir haben leider immer noch keine Premier-Feuerwaffe. Leider, leider. Ja, und nach, weiter nach rechts will er sowieso nicht gerade. Nicht genug Punkte. Was? Nicht genug Punkte? Toller Typ. Super. Oh. Dick, Dick. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Ah. Drifter in den Bergen. Wir haben XP gekriegt. Ja, Mission abgeschlossen. Koblenz Camp, Vertrauenspunkte. Oh, achso, wir kriegen auch noch 1000 Punkte dann fürs Vertrauen dazu. Wie die Fahrtrüsten, 33%. Ziel, oh, Busa und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Nice, 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 nice. Ich hab nichts gemacht. Manny, lass mich einfach nachsehen. Okay. Jetzt können wir hier auch mit dem Mechaniker auch noch sprechen. Camp-Mechaniker. Beim Camp-Mechaniker kannst du dein Bike auftanken, reparieren, anpassen und Motorradteile verbessern. Suchst du nach was? So, wir können jetzt das neue Motorrad, das wir jetzt gekriegt haben, dann auch noch verbessern. Also es wird uns jetzt auch noch mal irgendwie was abgezogen. Naja. Bereits ausgerüstet. Okay. Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles, ne? Ja, wir haben alle Teile, werden wir wohl nichts anderes erstmal freischalten können am Anfang. Aber gucken ist besser als nachher vergessen. Und dann können wir ein bisschen an der Optik, könnten wir auch, oh geil, könnten wir hier nachher andere Räder. Ja, nice. Also wer Motorradfahrer ist, der kann hier so ein bisschen wenigstens sich austoben, ein wenig. Immerhin, ne? Und eine Lackierung, eine Enrique Mehen. Okay, Standard. Mal den Rost überspringen. Oh. Nice. Ja, cool. Freut mich. Schöne Sachen. Und dann. Jetzt haben wir mein Motorrad schon wieder gezeckt. Das ist. Okay, bis dann, Dick. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Ah ne, das andere hat auch besser geklungen. Okay, driften, Kreis. Tippe einen Kreis an, während du R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitiges Drehen und Driften kann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu verwenden. Ja klar. Klar, ich fange auch noch an zu driften. Verlorenes Bike. Du hast dein Bike verloren. Entweder auf dem Grund eines Sees, irgendwo in einer Schlucht oder im Weiten der Farewell Wilderness. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einen nahen Ort bergen. Okay. Also ich kann auch mein Bike noch verlieren. Usa, auch noch, das kommt noch da? Dazu. Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt da sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Oh, das ist aber schon. Nein, nein, du hast Verbrennung im dritten Grades, du ruhst dich aus. Dritten okay? Grades. Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube,
Wow, wow, wow. Wow. Ach du Scheiße. Okay, ja, alles klar. Ich war schlau. So. Ah, Kreis, 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 Kreis. Okay, Kampf oder Flucht. Manchmal ist Weglaufen beste Strategie, wenn du genug Ausdauer hast. Ja, würde ich auch gerne. Das Problem ist jetzt nur gerade... Oh, 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 oh. Okay, wir laufen weg. Flucht ist besser. Ich war sehr schlau. Ich bin einfach durchgelaufen. Ja, ich hatte das Motorrad, ne? Ich wollte das einfach testen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ey. Das so. Ist der Nero-Kontroll. Ich brauche was für Buchners Arm. So. Glück habe ich genug Munition. Ja, ja. So. Wow, der ist echt gut. Ich weiß nicht, ob ich mit so einem selbstgebastelten Ding so geschossen hätte wie der. Naja, generell habe ich auch noch nicht viel geschossen mit so einer Waffe. Die Bundeswehr ist verdammt lange her. Genau, man kann sich heilen. Und jetzt können wir ein bisschen gucken. Ich habe ja mein Motorrad schon wieder liegen lassen. Gerade frisch gekriegt. Und schon wieder irgendwie was Komisches damit gemacht. So. Also wir sollten auch hier hin. Genau. Damit wir dann für ihn irgendwas besorgen können. Was ist denn das? Das ist eine selbstgemachte Machete? Ja, krass, Alter. Geil. Geil. Die sieht ja richtig fett aus, Alter. Oh, 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 oh. Also wenn du mit dem Ding zuhauen würdest, naja, schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Zack. Bin mal gespannt, wie gut er damit ist. So, ich stelle erstmal mein Motorrad wieder auf. Spiel beim Bike speichern. Ach ja, okay. Drücke und halte Dreieck, um dein Bike schnell zu speichern. Im Kampf oder während einer Mission ist diese Funktion gesperrt. Ja, ist okay. Ich möchte eigentlich aber erstmal gerade mein Bike ausstellen. Also da kam gerade komische Geräusche aus dem Tunnel. Ich stelle schon mal mein Bike so in die Fahrtrichtung, dass ich dann ganz schnell weg kann. Ich roll's auch, damit es nicht laut ist, ja. So. Direkt neben den Erste-Hilfe-Koffer. So. Haben dann hier. Genau. Quadrat. Gucken, was im Kofferraum drin steckt. Bin mal echt gespannt. Ah, okay. Ich hoffe, dass nicht schon wieder von den Kleinen irgendwelche Viecher irgendwo drin stecken. Aber bis jetzt habe ich auch keine Kleinen gesehen. Das müssten die ja oben. Na, er hat ein Problem mit. Möchte er jetzt nicht. Aber ich habe keine Kleinen oben auf den Dächern gesehen. Vorhin waren ja die Kleinen auf den Dächern. Also hätte man sagen können, ja gut, verstecken sich dann auch gleich da. Was haben wir da noch? Kiste, Kiste. Verband. Kann ich nicht nehmen. Okay, habe ich auch maximal. Kiste, Kiste. So richtig wie Geralt von Riva hier, ne? Also hier bei Witcher. Du kannst so richtig auch so alles so Spuren lesen und sowas. Bepanthen, Digga. Ja, Bepanthen. 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 Machen wir schon. Kriegen wir schon hin. Meinst du, das könnte den Dingen hier, den Busa helfen? Bisschen Bepanthen auf die Wunden? Ja, Generator. Genau. Hier muss irgendwo einer sein. Das dachte ich mir, dass du schon darauf hinaus wolltest. Ein bisschen Bepanthen draufschmieren, dann wird alles gut bei Stufe 3 Verbrennung. Klar. Also ich sagte jetzt schon mal eins, dass Bepanthen ganz böse austrocknen kann. Und gerade so bei Verbrennung. Nein. Und eine Hühnersuppe. Okay, die Hühnersuppe bin ich. Ich loote gerne. Wir haben alles maximal. Oh, wo ist das, was hier liegen sollte? Ein Pilz oder was? Ja, nice, Digga, der sammelt auch Pilze.
Rehpilz. Okay, den können wir verticken nachher. Eine Bierflasche, eine leere. Leider nicht voll, da holen wir auch noch eine. Okay, nice. Dann können wir auf jeden Fall schon mal wieder Molotow gucken. Ja, und da ist er verschwunden in der Mülle. So einfach geht das. Raus aus der Mülle. Rein im Puff. So, also... Genau, verriegelt, hat man ganz leise gehört. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwo Strom. Also muss der Generator, und ich wette mit euch, der Generator, der ist oben. Entweder im Nebenzelt irgendwo oder der ist oben drauf. Hier haben wir... Also, Bingo, da ist er. Bingo. Und da liegt jemand. Schrottinventar voll. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Okay, nee. Sprit fehlt wahrscheinlich, oder? Die haben sich verpisst. Okay, ja. Nett. Strom für den Generator. Wir klettern einmal rauf. Ich muss das unbedingt sehen. Ich will sehen, was da oben ist. Eventuell ist ja hier irgendwo ein MG... Ding hier. Wie heißen die großen hier? MG60 oder sowas. Und hängt hier oben rum so. Was soll ich da machen? Lautsprecher können lautlos deaktiviert werden. Oh, Alter, ich bin ja echt, das war ja mehr Glück als Verstand. Ich muss die Kabel vorher lösen, weil sonst, wenn ich den Generator nachher anschalte... Oh, das war ja echt wirklich mehr Zufall. Das ist ja Wahnsinn. Mehr Zufall als Verstand. Das war ja... So, aber jetzt sehe ich hier leider gar nichts gerade. Können wir mal wieder runter? Yeah! Jumper! Aber mit dem Dinger kann ich leider nichts anfangen. Gut. Benzinkanister, Benzinkanister. Da haben wir Benzinkanister. Ich würde fast schon lieber den Tunnel vorher mal reingehen und ihn ausbrennen, weißt du das? Also da wäre ich echt ein Fan von. Oh, Alter, hier. Hier war vorher irgendwie was, lag irgendwas vorher. Vielleicht ist eine Mülltüte geplatzt oder so. Hä? Boah. Kreisdrücken. Gutes Timing. Und das erinnert mich schon wieder an eine andere Situation im Spiel, wo du denn, ne? Hier wie bei, wie ist das jetzt bei Division, wenn du denn nachher da irgendwas machen musst, einen Knopf drückst und auf einmal kommen die alle? Und ich hoffe, ich habe keinen von den Lautsprechern vergessen. Ja. Licht. Kamera. Action. Oha. Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier wieder einen Verbandskasten. Ein Medikit. Weiß er nicht, er kann kein Medikit gebrauchen, er nimmt immer andere Sachen. Okay. Das ist draußen. Da liegt jemand. Was haben wir denn hier? Wie Sie sehen, sehen Sie ihn schon voll. Wer bist du denn? EPCA, Technologie. Okay, irgendwelchen Technik-Zeugs hier. Ich auch. Nochmal rausgehen, das tun wir jetzt nicht. Hier hat er wirklich nichts mehr. Da auch nichts. Dann gehen wir in den Nebenraum. Ah, da haben wir Kiste. Kiste. Und wieder Kiste. Überall nur Kisten. Zu einer, bereit zum Abzug. Zurück kannst du haben.
Ich hoffe, das hört man im Spiel und nicht nur über meine Boxkranne. Das müsste ich ganz kurz umstellen. Ich hoffe, dass das irgendwo nochmal ganz kurz mal einstellbar ist. Gerät ausschalten. Lautstärkeregelung, Controller. So, und dann müsste ich eigentlich ganz kurz, das müssen wir ganz kurz machen, weil sonst ist ja nachher irgendwelche Sachen, die über den Ton nachher laufen. Audiogeräte, Ausgabe, TV und der V-Verstärker, Eingabegeräte, Controller, muss man ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, David, ist das irgendwo, weißt du, kennst du dich da irgendwie aus gerade? Ob das denn irgendwie, dass man das alles machen kann, Lautstärkeregelung ist nur hier, dass das alles über die Dinge geht? Mist. Mist, 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 Mist. Scheiße. Ich muss das ganz kurz eingucken. Audioausgabe, Einstellungen, Premiere-Ausgabe ist HDMI. Das ist sowieso. Alles da. Alles da. Systemmusik, Tastenmusik, Anzeigebereich, Videoausgabe. So. Ja, gut. Ja, sorry. Läuft leider irgendwie ein bisschen beschissen bei der Sache. Das wusste ich gar nicht, dass das noch so ist, dass irgendwelche Sachen nachher ausgegeben werden über den Controller. Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, du dämlicher Schwachkopf. Ich meine, ist ja nett. Sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Oh, hallo. Neuroinjektor. Neuroinjektoren findest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten in Neuro-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer und Konzentration erhöhen. Was ist das? Nice. So. Neurokram. Hm. Sieht aus wie ein Injektor oder so. Warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Wir spritzen uns irgendwelches Zeug. Das ist doch richtig gut, ne? Also so zwischendurch mal so eingeben. Ja, ja, das können wir gerne machen. Ich bin für Gesundheit. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen. Besser leben mit Chemie. Dafür, dass er so ein Naturfreak ist. So, was ist das hier? Das ist jetzt für die Quest hier, ne? Da haben wir dann halt noch irgendwie einen Stern oder was ist das da? Ach, hier. Waffenschrank. Chemiewaffe. Nix. Achso, das ist jetzt ist nochmal unser Waffenschrank. Wir kommen überall an unsere Sachen ran, wenn wir wollen, ja? Schlafen. Benutze eine Pritsche an sicheren Orten wie Bunker oder dem Versteck, um zu schlafen, um die Zeit voranschreiten zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierung können je nach Tageszeit anders angegangen werden. Außerdem kannst du deinen Fortschritt in der Nähe einer Pritsche speichern. Wie Bosa so schön sagt. Ich glaube, man. Okay. Das war jetzt ziemlich komisch. Ja, es ist morgens, das ist gut. Hauptsache Busa ist nicht gestorben. Genau, schlaf mal mit deinen Sachen am Mann, das ist auch richtig. Falls es zum Einsatz kommt, dann kannst du gleich aufstehen. So. Wir haben sich verpisst. Bring sterile Verbände zu Busa. Ab zu Busa. Busa, ich komme! Busa! Busa, bist du da? Oh, shit! Gottverdammt, antworte mir! Genau, das war das Problem. Er hört sich nicht. Wo steckt der nur? Oh. Baum. Also ich glaube, ich muss den Ding ein bisschen. Das ist mir zu sensibel hier. St. John, hier springt Kopf. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzudrücken, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, oh, Wolfie. Die ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder
es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Und eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten. Pass auf dich auf. Scheiße, Cope. Danke für die Info. Nice, nice. Ich helfe, wo ich kann. Aber immerhin, wenn wir einen von den Kerlen. Wenn wir einen von den Kerlen erledigen, dann sollten wir auch endlich unsere Dinge kriegen. Endlich eine Primärwaffe. Maschinengewehr wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht. Hätte ich auch schon Bock drauf. So, hoffen wir mal, Wusa ist noch fit. Das ist das Erste, ne? Wir müssen ja unseren Kumpel erstmal wieder auf die Beine helfen. Das ist das Erste und Wichtige. Liebe ja sein, also ich finde seine Liebe nicht, aber die Tätowierung finde ich echt cool. So, Busa. Hey Busa, ich habe da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Mach Busa. Keinen Scheiß. Oh shit. Busa! Hey! Wow, wow, wow! Oh shit! Scheiße, Dick! Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich ja mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein. Lass mich mal den Arm ansehen. Alles gut. Ja, gut. Wie Friends. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Darauf einen Schluck Tee? Die haben sich verpisst. 3555 und 6055. Wo haben wir das denn? Für was ist das? Oblins Camp. Ja, wir haben auch ein bisschen was da. Erhöhen 57 Vertrauen. Er ist mein Bruder. 12%. Ziel. Ich muss Busa am Leben halten. Nice. Das Ende der Welt. Ja, das machen wir. Das schaffen wir. Was aus guten Patrioten wird. Darüber müssen wir, direkt auf der anderen Seite. Können wir von hier was sehen? Gegner markieren. Zoom. Oh, nice. Oha. Zwack. Aber wir sehen leider von hier keinen. Aber der Strommaster glitzert schön. Und es regnet schon wieder. Er kann sich schon wieder beschweren. Es regnet schon wieder. Jeden Tag regnet's. Da, 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 da. So, eine Mauer da. Gesundheit hat sich ja auch erholt. Finde ich auch gut. Müssen wir eigentlich das Motorrad tanken? Jupp. 65. 80% Zustand. Dann gehen wir uns mal einen Kanister holen. Und dann werden wir ihn mal auffüllen. Zack. Wenn wir daran denken, wenn wir im Camp sind oder irgendwo im Kanister sehen, gleich Benzin an, einfüllen, sonst stehen wir nachher irgendwo in der Pampa und können nichts mehr mitnehmen. Können nichts mehr machen. So, warte mal hier, ich muss das auch noch. Oh ja, Kräuter. Ein bisschen hektisch ist der Kleine. So. Obwohl, nee, ich glaube, ich lasse das Motorrad stehen. Das ist ja nur 400 Meter. Wir wollen nicht viel Aufsehen erregen, oder? Kommen wir da raus? Der Seite? Glaube ich zwar nicht, aber. Ja. Also, die haben gut gearbeitet. Auf die auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, die wissen, dass wir hier sind. Die haben uns auf jeden Fall gesehen. Da verwette ich meinen kleinen Popo drauf. Deswegen, aber wir werden locker und flockig mal rüberlaufen. Auf dem Weg, auf dem Weg. Loggig und flockig. Kommen wir runter? Ja, da kommen wir runter. Gut. Hat er nichts getan. Da hat er sich gefangen. Welches Tier macht so komische Geräusche? Oh, was haben wir hier denn? Ist noch gut. Eine Bärenfalle. Ich habe eine Bärenfalle gefunden.
Alter, eine richtige krasse Bärenfalle. Und jetzt, der fängt jetzt auch noch an, einen Riede auszunehmen. Es gibt Punkte, Hirschfleisch. Nice. Krasse Scheiße. Echt krasse Scheiße. Aber gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich würde mal gerne wissen, wo er das Fleisch hingepackt hat. Aber da hat er irgendwie Taschen, das kannst du alles irgendwie reinpacken. So, um Bärenfallen zu entschärfen, nähere dich ihnen vor sich und halte Quadrat, ja. Das werden wir tun. Ich möchte aber erstmal eigentlich eine Bärenfalle irgendwo hinlegen gleich. Achso, da haben wir noch eine. Okay, vorsichtig. Und. Ich hab einen besseren Plan. Ja, ich auch. Okay, nice. Haben wir noch mehr Bärenfallen gleich hier? Sollte ich die vielleicht jetzt schon hier aufstellen, weil ich vielleicht gleich von da weglaufen muss? Könnte auch sein, ne? Es könnte auch sein, dass ich von da auch weglaufen muss. Stellen wir hier die doch mal auf. Ne? Soll ich die? Okay, ja, ja, ist gut. So. Genau, so geht das. Nice, okay. Dann gehen wir nochmal zu der oberen nochmal zurück. Machen wir die da. Eventuell können wir die ja hier liegen lassen. Und falls wir dann abhauen müssen von da hinten, und ich also wirklich weglaufen muss, falls es irgendwie zu viele sind oder irgendwas anderes oder wieder diese Zombies da kommen, dann könnte ich ja eventuell daran vorbeilaufen, dass sie dann meine Verfolger da reinlaufen. Egal was es ist. Ob es Zombies sind, ob es Menschen sind, ob es Wölfe sind, ob es Bären sind. Ich weiß nicht, was mich hier alles töten möchte. Er wirkt immer so entspannt, der Typ. Dafür, dass alles und jede Situation hier tödlich sein kann. Hm. Was ist das denn? Ja, ich dachte schon. Oh, klar. Sammelbecken für Wasser. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Teich ist. Das ist irgendwie hier beim Dauerregen. Aber da. Oder ist es ein unterirdischer Zulauf? Ah, das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Ja, mal schön ein paar Pfeilchen machen gleich. Da-da-da-da-da-da. This is our camp. Okay, das ist deren Camp. Soll ich sie töten? Soll ich sie nicht töten? Was soll ich machen? Eventuell kann ich ja mit denen reden. Also wenn der mich nicht gesehen hat, weiß ich auch nicht, aber... Scheißegal. Okay, okay. Hier ist keiner... Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, wir stellen nochmal einen her, dann habe ich 10. Ich weiß nicht, ob man mit denen reden kann. Oh, 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 oh. Ich würde ja nicht gerne angreifen wollen, ne? Ich würde ja eigentlich eher gerne versuchen, irgendwas anderes zu machen, aber wie soll man das denn tun? So. Nicht wegdrehen, nicht zu mir drehen, nicht tun, nicht tun. Alter, muss das sein? Scheiße. Kann ich die Leiche nicht irgendwie verschwinden lassen? Okay, hier haben sie ein schönes Camp. Aber sind nicht doof, ne? Die haben sich schon richtig hier verbarrikadiert, also. Oh, abgesickte Schrotflinte. Ich habe eine Schrotflinte gefunden. La, 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 la. Und jetzt laden wir die nach. Oh ja, Baby.
Aber die werden wir nicht benutzen. Wir wollen die Armbrust. Es ist auch noch schön windig geworden, also es bewegt sich alles. Jetzt. Definitiv schwer, jemanden jetzt zu erkennen bei denen, wenn alles sich bewegt. Oh, okay. Die scheinen keine netten Leute zu sein, also ich mir doch nicht so Gedanken drüber machen. Ich. Fisch auch gegessen. Mann, Billy, ich wusste nicht, dass du dafür wen getötet hast. Cope hatte unsere Rationen gekürzt. Ray und ich, wir waren nicht ganz bei Sinnen. Ihr habt euch benommen wie Volltrottel. Das haben wir jetzt davon. Es liegt doch ganz gut da. Ja, Cope ist ein blöder Idiot, aber er ist kein Mörder. Tut mir leid, Joe. Nein, noch nicht. Wenn Cope jemanden herschickt, dann vielleicht. Also gehen wir zurück und bringen den Penner um, oder? Mein Gott, Benny, halt die Klappe! Also es sind zwei oder drei Leute unter mir. Müssen wir mal gucken. So, ich könnte... Ich weiß nicht, wie es aussieht. Oh, shit! Shit! Wir schaffen das! Na los! Man wollte mich verarschen, oder? Uhu. Okay. Ich war schlau. Oh, wie gut. Also den Auto ziehen ist echt gut. Ich habe bloß keine Munition mehr. Alter, wer geht denn vor euch her? Bleib stehen. Danke. Kann ich dich erschießen? Okay, die haben auch Granaten. Die haben auch Granaten. Wusste ich nicht. Das ist voll gemein. Mal gucken, wo er gespeichert hat. Ich hoffe, das gab es automatisch speichern. Sonst bin ich jetzt voll am Arsch. Okay, gut. Er hat hier unten gespeichert. Oh Mann. Das war schon echt eine fiese Nummer gerade. Mensch, ich bin ja auch echt ziemlich blöd manchmal. Also das habe ich gerade wieder richtig gemerkt. Das war so richtig... Es ist einfach Gewohnheit, wenn du irgendwelche Ballerspiele spielst und nicht irgendwie Stealth-mäßig was von... Oh, das ist jetzt jemand anders. Das ist jetzt jemand anders. Vorher war es eine Frau, jetzt ist es ein Kerl. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ob der auch anders geht... Ganz ehrlich, der muss irgendwo Soldat, Profikiller gewesen sein oder sonst irgendwas. Das ist doch nicht normal, Alter. Der bringt ja Leute um mit dem Messer. Das ist ja Wahnsinn. Echt nicht normal. Tut mir leid. Ganz ehrlich nicht. So, ich könnte mir das ein bisschen einfacher machen. Ich... würde gerne mal ausprobieren, wenn ich hier alles abfackel von den Jungs. Probier's aber aus. Brenn, du Arschloch! Burn, Motherfucker, burn. So, wir haben sie zwar jetzt alarmiert, aber es ist noch gar nichts passiert. Nice, oder? Also wir haben, auf links haben wir einen, rechts haben wir keinen. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie die anderen reagieren.
okay, den Bogen kriege ich nicht. Schade. Oh, shit. Okay, wir nehmen mal die Pistole. Er muss hier irgendwo sein. Wow. Vorsicht! Okay, der hatte die doppelläufige. Die holen wir uns, die brauchen wir. Oh, shit, 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 der hat ein automatisches Gewehr. Oha, 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 Alter. Hey, Mann, echt komisch hier, Leute. Echt komisch, wenn. Gib mir mal eine Kickboost, die da ist, ja. Okay. Sind 10 Leute, also 5 habe ich noch. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und klack, klack, klack. Er ist ein richtiger Killer, Digga. Das tut mir echt leid. Der ist ein richtiger Killer. Der ist Wahnsinn. Der macht sie alle kalt. Ich hoffe, der umrundet mich nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der andere da auch noch irgendwas. Bam, bam. Komm. Wo ist das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Genau, da ist das Vögelchen. 3 Stück haben wir noch. 3 Stück. Schnell rüberlaufen. Ich hätte gerne das anders gehabt. Ich hätte gerne ein Schnellziehteil gehabt. Für die anderen Sachen. Wäre vielleicht ganz nice gewesen. So, wo ist der? Er war noch gerade noch hier gewesen. Oh, shit! Uhu. Alter Schwede. Zeig dich! Okay, denn nicht. Ich hab keine Munition mehr für ihn. Rückzug! Ihr habt gehört, zurück! Hä? Scheiße! Das war der letzte. Scheiße, komm. Wie viele sind von dir angepisst, hä? Huh? Alter Schwede, was haben wir denn noch Schönes? Okay. Ja, ich hätte da gerne einen Scope für. Yes. Scope und Munition, bitte, danke. Ein AK. SAF. Ich habe mich gerade entschieden. Das wird meine Waffe. So, wir haben alles voll. Okay. Also wenn jetzt nicht irgendwo diese komischen Viecher herkommen würden, ne, würde ich mich schon wundern. Die haben so viele Camps und alles. Richtig viel Müll haben sie hier überall. Medikit-Inventar voll. Okay, machen wir uns das richtig gut und füllen uns einmal auf und nehmen wir Medikit wieder mit. Ich nehme das mal mit. Genau. Immerhin ein paar mehr Schuss im Lauf, das ist schon gut. Verband, Pistolenmunition, alles da, alles hier. Rohrbombe. Und ein Molotow-Cocktail. Also der hätte uns richtig böse hammerhart kriegen können, der Typ. Aber ist halt so. So, hier. Noch da haben wir alles schon. Gut, dann hatten wir nur noch die eine, die hier links gewesen ist. Und dann war's das. Also zumindest ist von denen, die hier noch rumfliegen. Rumliegen. Was ist denn das da? Was benutzen? Okay, ne. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er für eine Rohrbombe das Zeug da nehmen könnte.
paar Bärchen. So für unterwegs mal was für die Hand, für den Mund, von der Hand in den Mund. Okay, das muss der Generator sein, aber er scheint völlig hinüber. Mal gucken, ob wir reparieren können. Okay. Das sollte reichen. On. Na, also. Und läuft. Oh Mann. Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieße nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Großer Gott. So, Bunkereingänge können... Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Genau, das könnte auf jeden Fall sein. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber wir haben jetzt, was aus guten Patrioten wird, ja. Haben wir jetzt noch was anderes? Alles voll, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, was man schon machen soll. Wir können jetzt auch Rohrbomben herstellen. Ne, wir haben nur eine Rohrbombe, aber herstellen können wir sie nicht. Herstellen. Molotow-Cocktails und noch ein Molotow-Cocktail. So, da haben wir schon keinen Silencer mehr. Fallen können wir nicht herstellen. Das ist das. Gut. Rasenmäher. Okay. Alles klar. Könnte nützlich sein. Könnte. Da ist ein Fragezeichen. Okay. Jetzt ist das Fragezeichen weg. Komisch. Was war da gewesen? Außer Spesen nichts gewesen? Oder wie war das gerade? Also manchmal habe ich das Gefühl, die Teile verschwinden dann. Also wenn du in der Nähe bist und dann das Teil... Oh. Repartiergewehr und es ist Stufe 2. Also... Was ist das? Achso, und sie hat keine Munition dafür. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist sehr natürlich ärgerlich. Das sollten wir dann nicht mitnehmen. So, dann gucken wir die Jungs hier auch nochmal. Schrottiglowski. Schrott eingesteckt. Kann ich da hoch? Bin ich ja jetzt mal gespannter. Muss ich da jetzt hoch? Überhaupt? Aber egal, ne? Wir gehen aber mal hoch und gucken aber mal. Ich hoffe, man kommt aber leichter runter als hoch. Ist ja schon relativ schnell. Bei ihm schon die Nackenhaare hochgehen wegen dem Strom. Und da sind wir ganz oben. Na? Sammeln wir mal den Kram ein. Haben wir leider nichts mehr. So, können wir vielleicht so wie in anderen Spielen Ausschau halten? Gegner markieren. Ja, ich weiß, wie Gegner markieren ist. So, da können wir rüber gucken auf unsere Seite, ne? Husa. Husa ist nicht da. Husa. Und Feierabend. Der Berg sieht schön aus. Das muss aber verdammt kalte Gegend sein, ne? Gut, dann werden wir da runter. War wahrscheinlich auch nur, dass wir dann die Sachen so kriegen können und mehr nicht. Sondern runter mit jemandem besser. Der hat wohl kein Slide nach unten. Ich drücke mal die Taste nach unten und dann fülle ich mir in der Zeit einfach mal kurz Tee ein. Dann muss ich meine Kopfhörer abnehmen. Halte die Taste gedrückt.
So, würde mir eigentlich daran gewöhnen. Och, der guckt aber böse gerade. Würde mich eigentlich daran gewöhnen, dass ich keinen Kaffee und Tee mehr am PC, wenn ich gerade streame, hier was mache. Ich hoffe, ich beschwöre das jetzt nicht auch voraus, aber könnte auch böse enden, ne? So, wir werden mal rein, ob wir hier reinkommen. Oh, nice. Nice, wir kommen rein. Na bitte. Das ist wie ein Bunker, okay. Aber da unten sind keine Viecher drin. Tap 2. Oh, wow, Alter. Das ist ja richtig spooky. Oh, das ist sieht aus wie so eine Prepper-Höhle, oder? Also, würde ich sagen. Das ist schon richtig Luxus. Ich habe zwar, hätte zwar Panik, also so ein bisschen, ich bin nicht jetzt klaustrophobisch, aber ich würde eigentlich nicht so gerne, und das nenne ich mal Luxusklo, würde eigentlich nicht so gerne tief in der Höhle sein, wenn oben eigentlich relativ frei ist. Also auch wenn ich was, ne, zombie-mäßig und so, aber weiß nicht, in der Höhle, ganze Zeit. Hallo, eine Karte. Nein. Ziemlich viel markiert. Was aus guten Patrioten wird. Und schon wieder haben wir ein bisschen mehr gekriegt. Koblenz Camp haben wir schon wenigstens die Hälfte erreicht. Das ist auch gut. Für die Fahrt rüsten. Ja, Buso und ich können erst nach Norden fahren. Ja, genau, das hatten wir. Hinterhalt Camp. Jäger freigeschaltet. Was ist Lucille? Klang wie Motorgeräusche. Rezept, neue Entdeckungen und Herstellerrezepte sind Überlebensrat zu sehen. Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. So, eventuell können wir ja jetzt da was machen. Baseballschläger. Ja, nice. Ob der jetzt besser ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber immerhin haben wir was gemacht. Und mal basteln ist auch immer ganz geil, oder? So, ich pack mal die Waffe im Schrank. Nee. Okay, die wenn du die sammelst, dann ja. Dann hast du die, aber mehr auch nicht. Okay, krasse Scheiße. Das ist denn leider nicht im Inventar, die Sache. Oh, leider. Leider nicht für die Dinge. Und es regnet schon wieder. Oh, da war ich doch eben. Klang wie Motorgeräusche. Bin auch gerade den ganzen Scheißding da hochgeklettert. Jetzt schon wieder. Was wollen mich gerade flachsen? Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, oder auch nicht. Naja, am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Oh, scheiße, war das anstrengend. So, jetzt okay. Guck dann deine Richtung. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Es ist nur... Ich drehe allmählich durch, Dick. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Fast geschafft. Oh, komm schon. Ich mach weiter. Fast geschafft.
Also wenn das nachher kein Training ist, wie oft er jetzt hoch und runter gelaufen ist bei dem Ding hier. Oh, die Scheiße bringt mich um. Schon ein bisschen sympathisch wird er denn, ne? So, klangen die Motorgeräusche? Mission abgeschlossen. Okay. Ja, erstmal Bruder am Leben halten, ja? Das tun wir noch. Dann werden wir zurückgehen. Rauch auf dem Weg. Auf dem Berg. Das ist bei uns. Oh, Fertigkeiten auswählen. Fertigkeiten. Nice. Nice, na, Kampf. Oh, nice, nice. Überleben, natürlich überleben. Mensch, Alter. Es kommt nichts Besseres drauf an als überleben. Auge fürs Detail. Verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebenssicht. Falkenauge. Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Das ist eine richtig geile Sache. Bietet, also Dorn im Auge, die bietet die Chance, manche von deiner Armbrust abgefeuerten Bolzen wiederzufinden. Das ist geil. Das ist geil, das nehme ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, also ich schätze mal, dass man nachher alles freischalten kann, aber ich weiß nicht, ob denn der Rest jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Hätte man ja gucken können hier, ne? Erledige kleine, ne? Also Befreiungskünstler, erledige kleine Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Also dann hätte man jetzt so wie diese Kiddies oder sowas da, die einen hinterherlaufen. Okay, können wir auch machen. Okay, ja, das ist cool. Das finde ich sogar richtig cool. Finde ich sogar richtig cool. Dann hatte ich 2 Punkte. Außer? Oder habe ich Punkt für ihn? Nein, ich hatte 2 Punkte. Also das war schon richtig cool. Weil denn wenn die Situation nachher gegeben ist, dass ich mich gerade freikämpfen kann, wieder mit X oder Kreis oder sonst irgendwas, dann könnte ich auf jeden Fall das gebrauchen. Oh. Pistolen mit Munition. Ja, den habe ich auch vergessen, ja. Und dann kann man das auf jeden Fall schon gebrauchen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. So. Wir sind gerüstet. Wir rennen in die andere Richtung jetzt. Zientank hatte ich nicht. Ich hätte jetzt da hinten noch von der Schrotflinte, wo gewesen ist, am Anfang hätte ich noch was mitnehmen können. Steinpilz. Oh, Digga, wir könnten Steinpilz. Steinpilz. Und er hat ja vorher... Oh, und ich bin ja Vegetarier geworden. Aber jetzt vermisse ich gerade... Ah, Steinpilzsuppe. Und damals dann irgendwie mit gutem Fleisch. Das war schon nicht schlecht. Ich glaube, also Steinpilze, die, wenn die wieder Saison ist, Ende des Jahres. Dann werde ich echt mal wieder losrennen, ne? Willst du suchen. Aber nicht so wie besenkter wie er, weil die Zecken lieben mich. So, krieg mal ein bisschen Ausdauer her. Auch mal durch seine eigenen Fallen. Bin mal gespannt. So, jetzt sind die Viecher da. Siehste? Jetzt sind die Viecher. St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wieder hergestellt. Verstanden. Du findest es vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cope. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Aha. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Ach da so, also ich kann... Radio Free Oregon. Oh, scheiße, was habe ich da getan? Ist ja so, ne? Also ich will nicht wissen, wie es bei Hunger aussieht. Also ich kenne das ja, ich habe schon ein bisschen länger als eine Woche gehungert, weil ich, ja, vor ein paar Jahren noch so ein... Dick, komische Sachen hatte. Dick. Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Ja, Dick. Oh, Boosman, ja, 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 mehr Scheiß ist immer gut. Danke, Bruder. Ja, dicken Ende. Soll ich nochmal die Falle mit? Ich weiß was Besseres. Ja, die Falle, ne? Oh, shit. Ah, hier. Schau mal durch. Ah, ja, ja. Und? Zack. Das ist gut. Na, also. So funktioniert das. Okay, die Wölfe sind auf meiner Seite. Das ist schon mal nicht schlecht.
Pack die mal wieder hier hin. Ja, das ist gut. Falls mir doch einer folgt. Also ganz ehrlich, mit hungrigen Wölfen wäre auch nicht zu spaßen. Also dann lieber Zombies. Also so ein Rudel, was einjagen würde. Weiß ich nicht, ob das so nice wäre. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind halt eigentlich viel geringer. Es sei denn, man wäre tierisch doof heutzutage. Und würde irgendwo in die Gegend rumlaufen, wo keine Sau ist. Und am besten noch mit einem anderen Hund. Läufige Hündin oder sonst irgendwas. Und dann noch irgendwie in der Nähe von irgendeinem Bau. Oder also, wo das Rudel ist gerade, ne? Oh Mann. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Nice. Wir kennen noch den Bodensatz dieses großartigen Landes. Leute, die in Kisten und Zelten auf der Straße lebten, weil sie sich den amerikanischen Traum nicht leisten konnten. Manche dieser Menschen kämpften für dieses Land nur, um von ihm fallen gelassen zu werden, sobald sie unbrauchbar waren. PTBS steht nicht. Ushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. War nicht, ich laufe. Weißt du denn, wo es lang geht? Was ist das denn für einer? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Tja, jetzt sind wir alle auf der Flucht. Leben in der Wildnis, wie es unsere Vorfahren taten. Die Regierung dachte, wir brauchen Wohlfahrt und Almosen zum Überleben. Also der Kreis steht gerade wie der von ist ein starker Wille. The Last of Us, diese Pilzviecher. Das konnten sie uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Regen und Gewitter. Regen und Gewitter. Erstmal Koblen für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Regen und Gewitter. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann, was hab ich nur getan? Oh shit. Endlich. Das ist ein Auto, was aber aussieht, als wenn es noch funktionieren würde, ne? Oder? Oh, nice. Ich habe richtig viele Äste gesammelt gehabt, das ist gut. Also immer sammeln, Jungs. Immer sammeln. Also wer das Spiel spielt, immer sammeln. Immer sammeln. Immer sammeln. Aber das Auto sieht richtig gut aus. Das ist vom Park Ranger. Also wenn ich nicht... Okay, da unten. Also ich würde sagen, das wird sogar noch funktionieren, das Auto. Also ich bin ja dann so ein Freund von Anschleichen und so alles. Ein bisschen gucken, ein bisschen ruhiger und so. Auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht gebraucht hätte und hätte hier mit dem Motorrad runterfahren können oder so, aber bin da echt kein Freund von. Vor allen Dingen so ein Motorrad, das müsstest du ja kilometerweit hören, ne? Das ist ja nicht, dass du dann hier jetzt runterfährst und nebenan hörst du dann auf einmal auf. Oha. Eine Eisenbahnstrecke. Oh, bin ich ja jetzt mal gespannt, was da drin ist. Wow, und ich bin gespannt, was da hinten ist. Okay, wir haben da einen von den Viechern. Links hört sich auch noch irgendwas an hier. Was ist das denn? Ja. Da haben wir ein Viechchen. Ist schon ganz gut, dass man da die Sachen so markieren kann. Mich interessiert der Anhänger jetzt auch gerade richtig. Möchte ich jetzt trotzdem, möchte ich auf jeden Fall... Ja. Hast du mich gesehen, Anas? Was ist das denn? Was für ein Wecker? Oh, ich krieg gerade Hunger. Oh Mann, zu viel über Essen gesprochen oder nachgedacht. Jetzt habe ich Hunger. So, 105 Meter. Das sollten wir auch so schaffen. Ich glaube, mein Freund, der ist gar nicht mehr online. David, bist du noch da? Oh, da haben wir Gegners. Ushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Schon wieder?
Warum soll ich die mal alle töten? Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Du bist wieder ein gemeiner Typ. Du willst sie alle töten. So. Oh. Okay, man kann das Ding auch benutzen, wenn man nicht im Teil ist. Alles klar. Das ist auch gut. Oh, shit. Das musste ich machen. Muss ich auch machen. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen. Das könnte gleich ein bisschen lauter werden. Oh, da ist auch noch einer. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Ich glaube, da unten ist einer. Das ist eine Bärenfalle. Einmal ein Schatz. Okay. Ah, ich kann hier noch einen hören. Okay. So, das sieht gut aus. Also wenn ich die jetzt ausgeschaltet kriege, ohne dass die anderen das merken. Schade. Oh. Mal gucken, ob das Vieh auf den geht. Oh, oh. Das ist gut. Also wir können jetzt die Gegner gegeneinander ausspielen, so wie es aussieht. Das funktioniert da auch noch. Das war der letzte. Und dann haben wir das alles. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Rauch auf dem Berg. Geschafft. Goblins Camp. So, er ist mein Bruder und schon wieder ein bisschen was gemacht. Oh, jetzt kommen die Viecher trotzdem scheiße wieder her. Es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Boosman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Eine Feuerwehr. Ja, verstanden. Buser Ende. Nice, 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 nice. Ich hab meine Feuerwehraxt. Ich liebe Feuerwehräxte. Jeder sollte eine Feuerwehraxt zu Hause haben. Ach, echt, Depp. Ja. Oh shit! Die Viecher kommen! Oder? Oh. Du willst los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buße. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Hier ist alles Stufe 1, ja. Jetzt sind die aber echt ganz schön hier aufgetaucht, hier, die Viecher. Das ist schon sehr nervig irgendwie. Dick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boosman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Oh, hier ist Falle. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Das wäre mir echt wichtig. So viel Zeug, jetzt kann ich mir nichts anfangen. Jetzt ruh dich aus. Dicken Ende. Also es sind noch überall Fallen. Also da muss man auch noch aufpassen drauf. Alter Schwede, ist ja echt Wahnsinn. So, ich muss jetzt wohin? Und ich hab mein Motorrad... Dick, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los? Achso, WB, David. Ein Mann kam her. Muss ganz kurz auf die Karte gucken. Da hoch muss ich. Und wo bin ich? Ich bin da. Also jetzt will ich aber mein Motorrad haben. Ich hole mir mein Motorrad. Voll auf Droge. Ballert rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke. Lebend. Lebend. Schnapp dir den Kerl und such mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Du zahlst die
diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Ah, gefangen. Schon gut, ich finde. Möchtest du noch mal gefangen werden? Oh, ruhig doch mal. So. Boah, Alter, die gehen mir jetzt richtig auf Eier. Jetzt haben wir so viele schon hier. Das ist scheiße. Eventuell kommen wir jetzt vorbei einfach. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager unterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Usa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Die haben so viel Sehnsucht, dass sie mich die ganze Zeit immer anfummeln. Nein, die warte bis abends, dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht, dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Und... das Spiel ist echt brutal. Ist echt brutal. Muss man ganz ehrlich sagen. Oh, Pilze. Schopftintling heißen die. Auch nicht schlecht. Bin ich gerade, glaube ich, an irgendwas vorbeigelaufen. So, hier bin ich vorhin gewesen. Muss ich hier hoch. Jetzt rennen wir mal ein bisschen. Irgendwas war hier noch, was ist da hier? Achso, da war einer. Einer, den ich vorgetötet habe. Oh! Habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Aber richtig. Die doofen Viecher. Auf jeden Fall, wir schauen mal, Motorrad. Soll ich mal hochgehen? Gucken, was er da oben macht. Ich glaube, ich gehe mal kurz hoch und dann gucke ich mal, was er da oben treibt. Machen wir erst Sorgen um meinen Freund. Aber ihm scheint es gut zu gehen soweit. Hey, Busa. So. Achso, wenn es ihn gerade danach ist, stellt er mir dann irgendwas her. Das ist auch nicht schlecht. Gut, dann können wir da raus. Wir haben für das Sturmgewehr auch Munition. Das könnten wir auch mal einmal kurz ausrüsten und durchladen. Wie gut, dass wir genug, dass wir keine Dinge suchen müssen. Noch hier im Magazin oder sowas. So, und dann gucken wir, was die Armbrust sagt. Ich brauche auf jeden Fall wieder irgendwo Holz. Für die finden. So, und wir haben jetzt mehrere Sachen. Ach ne, Story. Inventar. Nein, dann gehen wir doch mal so. Warte. So, wir haben zwei Aufträge gekriegt. Einmal den unteren hier. Das ist dann voll auf Droge. Macht den Drifter ausfindig. Missionsanforderung. Job erfordert Bike. So, und das ist dann Story. Er ist mein Bruder. Zerstört diese Nester. Okay, das ist dann von... und dem, was Busa sagte. Dann gehen wir erstmal das machen. Brauchen wir unser Bike. Achso, und schnell speichern können wir auch, ne? Wollen wir ganz kurz steigen. Ja, Lachgasboost. Ohne Lachgasvorrat kannst du da keinen Boost durchführen. Kaufe eine Verbesserung beim Camp-Mechaniker. Sobald du mit ausgestattet bist, kannst du durch Drücken von X einen Boost ausführen, wenn du auf dem Bike sitzt. Ja, ist also schön. So, schnell speichern. Zack, gespeichert. Sollen wir vielleicht vorher noch ins Camp fahren? Könnte auch nützlich sein. Gehen wir einmal kurz ins Camp vorher.
Usas Camp? Camp? Was ist das hier? Kaskade Funk, nee, das ist der Funkturm. Little Beer. Ah ja. Wir fahren vorher einmal kurz zum Camp hin. Und dann fangen wir die Mission an, weil sonst haben wir ja kein Lachgas. Ich weiß aber nicht, ob wir den Lachgas-Einspritzung schon kriegen. Landungsschaden. Bei der Landung kannst du den Schaden für den Bike reduzieren, indem du L benutzt, um den Reifen parallel zum Boden auszurichten. Okay. Wow. 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 Baum. Aus dem Weg. Baum. Ah, Baum. Die Viecher sind ganz schön unterwegs hier. Hey, Cop. Der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen kommen? Einer von ihnen hieß Randall. Der war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Komplett Ende. Aber erstmal gehen wir gucken, ob wir nicht da irgendwas kriegen. So, komm mal auf da. Ja, zu langsam hier, die Sau. So. Was auch immer, Manny. Oh, Manny. Leistung, Optik. Auswählen, Auspuff, Motor. Wo ist die Lachgas-Einspritzung? Lachgas, das Ding hier. Bereits ausgerüstet, also wir haben doch ausgerüstet. Okay. Reifen, da. Reparieren. Nice. Schön wie eh und je, Mann. Okay. Wieder, wenn du noch was brauchst. Immerhin, ja, aus. Das ist schon nicht schlecht. So, dann können wir nochmal. Was willst du hier? In der Küche nochmal was abgeben. Das war's erstmal. Okay, wir haben gleich im Camp, haben wir auf jeden Fall das erreicht, was wir wollten. Mal gucken, ob es auch mehrere. Hey, Deke, ich hab gehört, dass du nach Norden willst. Hoch nach Smith Rock oder so. Ja, das hat Boozer mir neulich erzählt. Wo zur Hölle steckt er eigentlich? Ich bin nur zum Tauschen hier. Aber ja, es stimmt, wir wollen nach Norden. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Und ich weiß nicht, wo Boozer ist. Ich bin doch nicht mit ihm verheiratet, Mann. Shit. Ich frag ja nur. Pass auf, Mann. Ich bin auch bereit, weiterzuziehen. Ich bin wie du. Ich bin hier aufgewachsen. Ja, Cope war gut zu mir, aber zu viele Geister, ja? Wenn du und Boozer aufbrecht, nehmt mich mit. Ja, zu viele Geister. Ich denk drüber nach, okay? Ich sag dir Bescheid, wenn's losgeht. Danke, Deke. Du bist der Beste. Okay? Ah, dann kriegt der Boozer eine kleine Freundin und dann hat er wenigstens Spaß auf dem Weg. So, was ist das denn? Aktueller Job? Jazz. Sehr vorsichtig, okay? Okay, das ist das und dann das und da und... Was willst du? Naja, wir können, glaube ich, noch nichts kaufen. Obwohl, probieren wir mal aus. Kann ich helfen? Vorräte, Munition fürs Sturmgewehr. Das hält erstmal. Nice. Pistolenmunition voll. Okay. Alles klar. Okay. Immerhin haben wir sowas jetzt. Wieder, wenn du Punkte hast. So, Motorrad auch. So. Kann man eigentlich hupen? Und los. Ja, dann können wir hier gleich einmal quer durch und dann sollte sich das auch. Oder? Wo können wir durch? Er zeigt mir hier an gerade. Oh shit. Also überfahren kann man den nicht. Juhu. Ah, da hoch. Da hoch. Bitte nichts sagen.
Ich kann das immer noch nicht fahren. Aber ja. So, hierhin sollte ich. Hier sollte ich hin. Voll auf Droge. Okay. Okay, schauen wir uns mal um. Auf jeden Fall sind wir schon mal vorne. Wir haben dieselbe Dinge. Da nicht einmal. Machen wir gleich. Erstmal gehen wir zum Motorrad und füllen einmal auf. Ah, gutes Timing. Ja. Das sollte reichen. Bin immer gut bei sowas. Schön auftanken hier mal. So, lass mal liegen das Ding. Fallen lassen. Fallen lassen. Oh Mann, gehst du rücksichtslos damit um. So, auf jeden Fall, hier ist was. Na gut, wo? Ah, geht doch. Da ist er ja. Biker-Kopfgeld. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielperson und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Idealerweise schießt du auf ihr Bike oder rammst es. Die Zielperson darf nicht sterben. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Oh, Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Ein paar Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Jetzt wirst du kurz einkaufen. Okay, Bike-Kampf. Tippe auf Bike und LR1. Okay. Um an das Ziel anvisieren, tippe dann auf Abfeuern deiner Handfeuerwaffe. Okay. Okay, nice. Klack, klack, klack. Mein Bein. Boah, nee, er macht sich's einfacher, weil ich einfach nur nicht mit dem Motorrad fahren kann. Woho! Shit. Ja, wer fährt mit dem Motorrad im Dunkeln und einen Berg rauf? Wer fährt an mein Zuhause vorbei? Habe ich das Bike vorher repariert. Er müsste durch meine Bärenfalle gefahren sein. Ah ja, ich weiß. Wenn ich näher rankomme, glaube ich. Shit. Scheiße. Scheiße, Drifter! Du arbeitest für Copeland, ja? Ja, Mann. Ich arbeite für Copeland. Boah. Ja, Mann. So. Sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, huh? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copeland! Du Arschkriecher! Was bist du? Ein Arschkriecher! Voll auf Drogi, abgeschlossen. Copeland Camp. Oh, das ist der nächste Ding im Tier 5. Vertrauen. Für die Fahrt rüsten. Ziel, Busa und ich können erst nach. Ja, das haben wir. Nice. Freigeschaltet für die Fahrt rüsten. Okay, individuelles Design. Toll. Oha. Oha.
Das ist ja richtig cool. Es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Oh. Hey. Lebt er noch? Hey, Drifter! Drifter! Ja, noch lebt er. Aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, ich... Sag ihm, Drifter! Sag ihm, ich... Ich hab gesagt... Ich scheiß auf ihn! Buse, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ja, Dick, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss nochmal an den Dreieck rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Shit, Alter! Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Dicken Ende. Ja, als wenn nichts gewesen wäre. Ich habe mal eben zwei Wölfe getötet, ein paar Untote oder was auch immer die sind und... Alles klar. St. John, hier ist Copeland. Ich habe Boozer länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von ihm. Copeland Ende. Makine, ja. Scheiße, Alter. Wie kann ich immer auf solche Spiele kommen? Sag mir das mal. War schon bei GTA schon echt ein Zumutung. Aber das wird ja dann noch schlimmer hier. Mann. Und dann kommen die echt noch. Die holen dich vom Motorrad, ne? Egal was es ist. Es holt dich einfach vom Motorrad. Kannst damit nicht einmal irgendwie rüberfahren oder so. Voll reell das Spiel. Voll reell. Eigentlich dürfte ich durch solche Masten auch gar nicht fahren, ne? Ich kann mir auch vorstellen, würde ich, also wenn ich jetzt ein fieser Bub wäre, würde ich da Draht natürlich drüber spannen. Lalalala. Und würde denn so auf Motorradfahrer warten. So, ich glaube, hier war ich vorhin. Ja, hier war ich vorhin. Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah es an der Level Mountain ist. Ich frag mich nicht wie. Oh, okay, er will, dass ich dahin. Oh, shit. Oh. Okay, machen Sie doch rüberfahren. Oh, was ist das denn? Was ist das jetzt? Okay, gucken wir mal schnell. Ich weiß nicht, worum es ging, aber... Nee, die Waffe will ich jetzt nicht benutzen, es wird zu laut. Mann, bin ich gut. Wo bist du? Dahinter. Oh, ich habe schon wieder fast ein Ding Level up. Oh, meine Maschine hat aber echt viel abgekriegt. Irgendwie geil das Spiel. Nee, nix außer State of Decay, Far Cry, Tomb Raider und GTA, ja. Viele Mixes irgendwie. Ganz viele Sachen zusammengeschmissen. Auf jeden Fall ganz geil. So. Ich habe jetzt leider die ganze Zeit bei dem Durchrennen und Gucken und so alles nicht mehr drauf geachtet, wo die Sachen alle sind. So, er wollte irgendwas, das ich hier habe. Hier ist noch Nero-Forschungsanlage. Da will ich ja jetzt nicht hin. Ich will erstmal dahin.
Das ist jetzt die Quest, die ich jetzt mache. Und danach gehe ich zu Tane. Jagd auf Leon. Aus dem Nichts suche auf dem Pionierfriedhof nach Leons Drogenversteck. Gut. Das wollte ich jetzt machen. Und danach das andere. Oh Mann. Kaum noch Murat. Oh, Alter Schwede. Überall solche Nester-Dinger oder sowas. Ist echt schon grauenvoll, ne? Also, boah. Wir haben schon recht. Also das mit in der Nacht sollte man vielleicht nicht hier durch die Gegend eiern. Man sollte vielleicht doch tagsüber dann solche Sachen machen. Kommen überall raus, die sind überall. Fahren wir mal hoch hier. Ist so ein Offroader. Oder nicht? Herr Nester, infiziertes Gebiet. Stinkt zumindest einigermaßen. Ich muss sie verbrennen, alle zerstören. Ja, der ist richtig. Er klingt schon wie einer von den Warhammer. Von den Inquisitoren. Sie müssen alle sterben, alle verbrennen. Für den Imperator. So. Irgendwas ist da oben. Eventuell sollte ich doch nochmal ein Stück fahren. Da hingeschrieben? Well played, yeah. Für den Imperator. Achso. Ah, okay. Was war das jetzt? Sind wir am Drogenversteck? Was war das für ein komisches Geräusch? Das wusste ich noch nicht. Okay. Aber er hat das Bike hier nehmen können, oder? Oder nicht? Sieht auf jeden Fall besser aus als das, was er gerade hat. So, haben wir Spuren. Achso. Ja, muss ich länger drücken. Er sieht schon wieder Geister. Mensch, wie kann man so sein? Wie können Menschen so sein? So. Das hatten wir, ja, das hatten wir. Aber sie will er ja nicht gucken. Da drüben ist noch was. Irgendwie Lappen oder so. Shit, Mann. Was ist das? Aus dem Nichts. Bin auch noch gar nicht fertig hier gewesen. Nichts. Aus dem Nichts ist jetzt wieder was? Finde die Engelstatue aus dem Nichts. Okay, alles klar. Alles klar, irgendwelche Engelstatuen auf dem Friedhof. Super Sache. Aha. Ich habe nicht genug zu tun. Na, ja, Schappi hat er. Schappi. Ja, lecker. Gib mir deine Öhrchen. Das Ding würde ich jetzt auch nicht mehr essen. So, wo ist die Engelstatue? Oh, was ist das denn? Scheiße. Aber ich habe jetzt sowieso nur noch... Egal, nehmen wir mal mit. Beinen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Wo ist der Engel? Oh, da haben wir noch... Oh, was ist das? Was? Ah, hier, rotes Kraut oder was auch immer das ist. Alpensäureling. Kenne ich überhaupt nicht. Okay, was haben wir denn da? Oh, vielleicht da drin. Oder hat er auch noch was? Ach ja. Also er ist neugierig, ne? Er versucht immer noch irgendwelche Sachen rauszufinden, die noch von damals sind. Ach ja. Ach ja. Interessant, interessant.
hier vielleicht drin? Okay. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Ist das ein Hubschrauber? Alter Schwede. Boozer! Boozman, hörst du mich? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Einen Nero-Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre. Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann... Dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Tick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Verdammt nochmal, ich mach schon keine Dummheiten. Und aus irgendwo von nirgendwo kam nicht nur der Hubschrauber, sondern auch gleich wieder irgendwelche Scheißviecher, ne? Ich kann das ja absolut. Ich krieg vielleicht mal einen Pfeil zurück. Auch keine schlechte Idee, ja. Immerhin habe ich den Pfeil auch wieder zu bekommen. Oh Mann. Nein, wir sind noch nicht so. Komm, bleib mal da stehen, genau. Bis zu dem Augenblick, wo ich den einfach den Bolzen in den Körper jage. Einfach so. Scheiße, und jetzt habe ich nichts mehr. Keine Bolzen mehr. Out of Bolzen. So, Kreis. Wir haben nichts zum Füllen. Wir müssen jetzt los. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. Ich brauche gleich einen. Warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Uhu. Okay, ja, wir müssen nicht heilen. Ich will jetzt wissen, was für ein Hubschrauber ist. Also, wir befinden uns auch langsam jetzt zum Ende gleich von der Folge, von dem ersten Mal Days of Gone. Also... Okay, Jagd auf Leon, Story aktualisiert. Oh, schön. Und wir stehen direkt neben einem Nest. Nero-Soldaten und Forscher von Nero tragen spezielle gepanzerte Hazmat-Anzüge und sind gegen deine Angriffe geschützt. Fernglas und Markierung. Verwende das Fernglas mit und Gegner, um sie zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Ja, das hatten wir auch schon alles. Ich sehe, bin ich tot. Zack, zack. Dann ist da auch einer. Der war ziemlich schnell vom Hubschrauber weg. Nur mit Ding. Aber wie viele sind das? Und Hunger? Jetzt ja. So, und jetzt? Komm ich da hoch? Oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Schade. Muss ich die ausschalten? Stein werfen, das würde sie ablenken. Bei 1 wieder den Stein aus. Scheiße. Hörst du das? Genau, will mal nachsehen. Da ist der andere. Aber wo wollen wir denn hin? Ist doch gerade ein bisschen bescheuert, oder? Ich muss bleiben, wo sie mich nicht sehen. Ein Reaktionsvermögen hat er.
Warte, den nehme ich mit. So, und schnell weg. eine Axt. Ein Ding hier. Ich hasse diese Aufträge echt. Wie heißt denn jetzt? Bleibe in Hörweite der Vorschau, Nino. Verdammt lange. So lange dauert's. Okay, wir bleiben jetzt hier in Hörweite. Er ist da unten, wir bleiben hier oben. kann ich mich irgendwo anders hinstellen? Scheiße, ist das kalt. Wird dein Anzug gewärmt? Also die erinnern mich jetzt irgendwie... Hoffentlich reicht der Sprit für den Rückweg. Eine Verhöllung zurück an einem Tag. Sprit ist unser kleinstes Problem, wenn wir da sind. Bleib konzentriert. Die erinnern mich an hier Umbrella. Was man dir sagt, ist das gut sein. Ja, jetzt stehen wir hier und singen und schauen von nah und fern. Hey, der sieht mich nicht. Boah, Alter, das war schon echt spooky. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da jetzt hin? Die sind doch da. Okay, dann laufe ich so rum. Du. Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank. Mein Gott, habe ich Glück gehabt. Ich stand noch nicht mal im Dienstplan. Beschwer dich beim Boss. Schnell hier vorbei. Also der will, dass ich ja da hingehe, oder? Kann ich da rumlaufen oder ist das hier ein Nest? Ja, da sollte ich nicht reingehen. Das sieht ziemlich komisch aus. Ah. Kann ich den ablenken, dass er da hingeht? Muss ich jetzt hier warten? Verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Soll ich da versuchen, vorbeizukommen? Feldnotiz 2058. Nachdem wir eine große Gruppe verfolgt haben, geschätzte Größe 5 bis 600, bestätigen wir den Hibernationsort der Subjekte in. Dark Home ist Position 23 auf dem Plan, sind wir das? Nein, das ist O'Brien. Verstanden. O'Brien. Mist, wo war ich? Wir bestätigen den Hibernationsort der Subjekte in der High Desert Grotte. Ab sofort Position 15. Zertrampeltes Gras und Pflanzen am Eingang, sowie gefundene Fußspuren. Sie angefügte Fotos belegen, dass der Ort schon einige Zeit genutzt wird. Muss gemütlich sein da drin. Laut dem Bewegungssensor platziert von Lieutenant O'Brien haben heute Morgen etwa 447 Subjekte die Höhle betreten. Ich empfehle, irgendwann nach 1900 ein weiteres Team zu entsenden, um die Bedingungen im Inneren der Höhle weiter zu untersuchen. Notiz für Dr. Anderson. Ihre Theorie, dass die Subjekte sich zu einem primitiven... Zivilistik, sei das nicht nochmal! Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Hä? Was war das denn jetzt? Also ich war da gerade im Gebüsch, oder nicht? Ich will sie ablenken. Achso.
Okay, ja, ich sollte ins andere Gebüsch kriechen. Auf der anderen Seite. Vergiss es, das kann nicht sein. Von mir war nicht die Rede. Diese Subjekte schlafen nicht, sie sind im Kältestarre. Je einen Bären im Winterschlaf geweckt. Nein. Je einen Freak im Winterschlaf geweckt. Ja, tatsächlich. Ich war einer der Überlebenden der White King-Mine. Oh Gott. Einer hat meinen Kumpel zerfetzt, als würde er eine Banane pellen. Diese Anzüge schützen vor einer Menge Scheiß, aber nicht vor denen. Die Mission war zum Scheitern verurteilt. Und genau deshalb werden wir nicht da reingehen. Glauben Sie, wenn wir die Höhle versiegeln, dass wir Ihre Population eindämmen? Ich weiß nicht, komm. Hier gibt es viele Höhlen. Kommen Sie, verschwinden wir hier. Ist aber auch ein ganz schön nervöser, ne? Klar, als ob das irgendwen kümmert. Aber Sie schlafen nicht. Ich soll zu meinem Bike zurückkehren. Super. Ich hoffe, wir kommen jetzt so hoch, ohne dass wir gleich von ihm erwischt werden. Da sind noch ein paar andere da. Mami. Jetzt ja. Haben wir aber auch ein bisschen Glück, oder? Ja, zum Kotzen. Lass mich raten. Du wirst lieber in den Bären erpillen. Knietiefen Freaker-Scheiße. Wie lange das wohl dauern wird? Verdammt lange. So lange dauert's. Wir haben so ein Nest, also sie hätten ja auch mal hier hingehen können, ne? Und mir einen Gefallen tun können. Was zur Hölle machen wir hier draußen? Was? Oh, wir haben es geschafft. Aber haben wir das Bike. Jetzt können wir speichern. Eieiei. Schon irgendwie ein bisschen hart das Spiel. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ich finde das schon recht hart. Also es ist ein schönes Spiel, aber ist auf jeden Fall hart. Oh, wir haben eine Trophäe erhalten. Der Zweck und die Mittel. Sie schlafen nicht. Das ist doch eine Erkenntnis, oder? Die Suche nach Nero. Okay. Ziel Nero, die National Emergency Response Organization. Was machen die hier? Oh, freigeschaltet, die Suche nach Nero. Oh, alles klar. Rückstandpolzen, Herstellungsrezept. Oh, da bin ich mal gespannt, was das ist, ne? Oh, und gleich geht's wieder ab hier. Rückstandbolzen lassen Gegner aufeinander losgehen. Benutze sie, um Chaos und Verwirrung zu stiften. Okay. Ja, alles klar. Buse, hörst du mich? Booseman, kommen! Nick, hey, ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du... Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three Finger Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was? Wow. Er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört.
Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich bin hinter dem Nero-Heli her und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Loser, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros, er lebt, Loser. Er ist am Leben. Krieg? Nicht? Mach ich nicht, Loser, mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ein paar Antworten. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Meld mich später nochmal, gegen Ende. Oh, den da will ich nicht. Nein. So, dann fahren wir einfach durch hier. Die Abkürzung. Okay, reparieren, auftanken. Bei Mechanikern kannst du Bikes, ja, das muss ich sowieso. Bike schieben. Okay, wenn ich kein Benzin mehr habe. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist, stand für diejenigen, die auf mich gehört haben, alles andere. Bin ich in der Nähe vielleicht? Nein. Und ich war einer der wenigen. Die meisten, die offen Kritik üben. Hören wir nochmal zu. Es lief nicht allzu gut für sie. Die Friedhöfe sind voller Märtyrer. Sie nannten ihn beim Namen, den Bullshit und die Lügen, wenn sie sie sahen. Ich weiß es, denn sie wollten mich auch holen. Ich startete Radio Free Oregon in den letzten Wochen vor Neros Untergang. Ich sendete aus einem Lieferwagen, fuhr von Stadt zu Stadt. In der Zeit, bevor Autos die Straßen verstopften und die Brücken zerstört wurden, beim vergeblichen Versuch, die Free... Reparieren, ja... Perfektes Timing. Fuck you, Alter. Nein, Korb. Die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und... Nein! Verflucht, Scharfschützen enthalt. Alter, was geht hier ab? Ja, was geht denn hier los, ey? Ich wollte doch nur zurück. Schön, Alter. Ich kann nichts machen. Jetzt bin ich hier echt nochmal richtig hart. Warte mal ab, Alter. Dich kriege ich noch. Wo ist das Scheißding? Da oben. Naja, dich kriege ich gleich. Warte mal ab. Dummes Stück Scheiße, Alter. Komm mal runter. Speedy. Oh, M40. Nice. Waffendurchschlagskraft. Einige Waffen sind so wirkungsvoll, dass sie mit einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Wenn du die richtige aufstellst, kannst du mit Präzisionsgewehren oder anderen wirkungsvollen Waffen durch eine Reihe von Gegnern schießen. Um maximal Schaden. Nein, ich kann meine Armbrust nicht liegen lassen. Das geht nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht tauschen? Scheiße. Das ist gerade richtig ätzend. Ich will das Snipergewehr haben. So, und krieg's nicht. Jetzt kann ich's echt knicken. Mist. So, da ist eine Machete. Haltbarkeit ist auf jeden Fall besser als jetzt das andere Teil. Ach ne, hier. Na komm vorbei. Sind alles nur Äste. Ne, das ist eine Machete. Gut, Machete. Gucken wir noch einmal kurz hier durch. So, Freunde. Die haben mir mein Bike jetzt erschossen. Aber ich kann hier immer noch speichern. Das tue ich jetzt auch. Den stelle ich hier um. So, wir haben jetzt... ich muss mal ganz kurz hier gucken, weil die Audiobox, die läuft ja auch noch im Hintergrund. Und jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt gerade aus ist oder nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal das Spiel beenden. Dann haben wir das ja eigentlich recht gut geschafft für heute.
hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist mal was ganz Neues gewesen. Und vielen Dank für den einen neuen Follower. Vielen Dank, David, dass du die meiste Zeit da gewesen bist und zugeguckt hast. Ich hoffe, das Spiel, was du selber auch hast, hast jetzt gesehen, wie gut das sein kann, dass du denn selber vielleicht auch mal spielst. Und ja, also Days Gone ist so eine Sache, ich weiß nicht, wann man das spielen sollte, weil vormittags mache ich ja meistens dann Dragon Age Origins, da muss ich mal gucken, wann ich das dann noch zwischendurch auch noch spielen kann, hier das Spiel. Also macht auf jeden Fall Laune, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, mein Bart gerade, dieses Mikrofon gefangen hier. Keller-Mikrofon. Oh, niemals, ja. Gut, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Samstagmorgen. Dann geht's weiter mit Dragon Age Origins. Und dann mal gucken, dann ist ja das Wochenende. Eventuell läuft ja hier was anderes, ne? Ich habe ja genug PlayStation-Spiele und jetzt muss ich mal sehen nachher, wie das bei mir hier aussah. Gut, gute Nacht. We'll be right back.